zu, Junge. Du achtest gar nicht auf die... Das gehört zur Aufnahme. Das gehört zur Aufnahme, Junge. Das fängt außerdem eh schon an. Hey! Ja. Hi. Willst du einen, einen Mitarbeiterausweis? Total ungern. Okay. Der Inhaber dieser Ausweis ist berechtigt, im Auftrag der Beep tätig zu werden. Den Ausweis bitte schon behandeln, nicht Beep. Hast du da bestimmt erwähnen, oder? Jonas möchte das nicht, weil wir haben letztens eine Geschichte erzählt, die man nicht zuordnen können soll, wo die passiert ist. Da hat sich jemand an einem Kabel geschnitten oder so. Und das war natürlich wieder Jonas, oder war es nicht Jonas? Nein, das war nicht ich. War nicht Jonas. Da musste der Krankenwagen kommen, weil er sich an einem Kabel geschnitten hat. Da habe ich zu Jonas gesagt, ich gebe dir 100 Euro, wenn du es schaffst, dich an diesem Kabel zu schneiden. Hat er es geschafft? Natürlich nicht. Aber Theorie... Ja, jetzt hat sich dann rausgestellt, Jonas meinte nicht wirklich ein Kabel, sondern eher so eine Art Draht. Ein Draht, ja. Guck mal, ist das nicht das Coca-Cola-Glas aus der aktuellen McDonald's-Kollektion und oben blättert schon die Farbe? Nein, ist nicht aktuelle Kollektion, ne? Ist uralt. Richtig alt. Schon so, alt. Paul sagt, er hat heute apropos viel zu Durst, tun. Ich hab Durst. Ja, deshalb müssen ich... Das habe ich auch schon angemeldet. Wessen Glas war das schon? Also ich weiß nicht, hast du das schon benutzt heutzutage? Das Glas habe ich noch nicht benutzt, oder Paul? Also ich nehme es jetzt auf gar keinen Fall. Ich befinde mich im Moment in einer moralischen Zwickmühle. An Loyalitäten. Ich hatte dieses Glas hier extra bereitgestellt. Ja, das glaube ich dir tatsächlich. Ich hatte dieses Glas extra bereitgestellt für uns. Nachdem du schon aus dem getrunken hattest. Jonas wollte unbedingt heute 3 Gläser in Gebrauch nehmen. Er hat nämlich noch dieses Glas hier. Ah, das sieht aber schick aus. Ich dachte, er gönnt sich mal. Ja, das wollte ich eigentlich auch benutzen, aber da ist schon was drin und er wusste nicht, ob es von ihm ist. Was ist das denn? Ich weiß es Wir haben nicht. Da in die Flasche gekackt. Ich weiß es nicht. Und ehrlich gesagt möchte ich es auch nicht wissen. Ich habe das Glas für Oro bereitgestellt, aber Oro wollte nichts trinken. Haben wir Oro noch hier? Habt ihr wieder meine Folge Hörfahrstuhl aufgenommen? Ja. Von wann habt ihr denn die Folge Hörfahrstuhl aufgenommen? Letzten Donnerstag. Na ja, gut. Ich habe nämlich... Seitdem steht das Glas hier. Gut. Ich komme direkt aus der Fahrschule. Oh, stimmt. Mhm. Ich mache im Moment fast jeden Tag eine Fahrstunde. Habe mir jetzt erstmal die Hände gefasst, weil ich finde es immer so ekelhaft. Das Lenkrad wird bestimmt nicht täglich... Also ich kenne ja meinen Fahrlehrer. Der desinfiziert das bestimmt nicht nach jeder Fahrt. Und den Steuerknüppel auch nicht, den Schaltknüppel. Bin ich ein bisschen Hypochonder. Bist du Handschuhe anziehen? Also bei mir ist das so, das Schlimme ist bei mir, wenn ich Auto fahre und ich bin gestresst, vor allem auf der Autobahn bin ich sehr gestresst. Ich schwitze alle Armaturen voll, die ich anfasse, alles... Alles fühlt sich an, wie als hätte das jemand mit so einem nassen Lappen einfach abgewischt. Mit so einem triefend feuchten Lappen einfach alles abgewischt. Geil. Klingt eigentlich ganz gut. Mein Vater beschwert sich, wie kann man denn so viel schwitzen? Hier ist ja alles rutschig und glatt. Hier ist ja alles rutschig. Hier ist ja alles rutschig und glatt. Im Fußraum. Also alles rutschig im Fußraum. Ja. Also ich finde das allgemein eklig. Auch so auf öffentlichen Toiletten spiele ich immer... mit mir selber, das wo sind die meisten Bakterien spiel. Ja, auf öffentlichen Toiletten spiele ich immer mit mir selber, hat schon wieder eigentlich... Ja, aber ich glaube zum Beispiel, das Ekelhafteste, was man anfassen kann, ist eigentlich die Klospülung. Die Klospülung, der Aufschließding, wo man die Tür abschließt. Ja. Weil das wird alles noch mit Wichs- und Pimmelgriffeln angefasst. Und, Oh Mann. Und, ja, aber du musst und der, genau, das ist nämlich eigentlich das Tragische, das Ironische. Das Ekelhafteste ist ja eigentlich... Der Drücker von der Seife, wo man hier so den hier macht. Weißt du, wo man so dran drückt, ja, dann kommt die Seife raus. Das ist ja das, was zwangsläufig mit ungewaschenen Fingern angefasst wird. Ich habe mir aber schon mal Gedanken drüber gemacht, soll ich dieses Ding wirklich anfassen? Weil jetzt kommt, kurze Story, Jonas war im Italienurlaub. Kurze Story. Und dort bin ich auf einen Rast. Bitte nehmen Sie sich bis zu einer Viertelstunde Zeit. Nee, pass auf, also jetzt ist kurz. Ich bin auf so ein... großen LKW-Parkplatz gekommen und auf dem LKW-Parkplatz stand so ein Container, wie so ein Schiffscontainer, halt nur, dass da eine Toilette drin war. Das Blöde war nur... Eine einzelne Toilette wurde geliefert. Es gab das ganze Schiff extra nach Italien gefahren. Es gab in diesem Container, hätte es 6 Toiletten gegeben, bei allen 6 bis auf eine Toilette war der Griff kaputt, das heißt, du kamst nicht rein aufs Klo. Ach so, zu der Tür, der Griff. So, ich probierte erstmal so einen komischen, abgebrochenen Griff. Dann klopfte einer von den LKW-Fahrern vom Parkplatz an so eine Tür, sagte, hier. Und Tiny Cock. Und ich sagte, also der LKW-Fahrer sagte, hier. Und das hast du dann gemacht. Da ist ein Loch in der abgeschlossenen Tür. Auf jeden Fall, ich ging in die Toilette rein. Hat einer von euch schon mal so eine Hocktoilette gesehen, zum Hinhocken? Ja, natürlich. Genauso eine war da verbaut. Weiß Philipp, was damit gemeint ist? Hey Philipp, weißt du, was gemeint ist?
Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das, du hast keinen Sitz, gell? Du hast einfach nur ein Loch und so Riffeln davon. Also, ja, ja, doch, das musste ich auch schon mal erleben. Ich habe dann erstmal versucht, im Stehen zu pinkeln. Das hat überall hingespritzt, aber meine Schienbeine, meine Schuhe. Habe ich gelassen, dann habe ich mich so halb hingehockt. Auch an deine Schuhe. Das war letzte Woche und ich habe seitdem nicht geduscht. Und ich habe dann... Das war jetzt aber dieses Jahr. Ja. Das ist noch gar nicht so lang her, gell? Ja. Aber die Hände hast du gewaschen. Ich habe mich auch mittlerweile mal geduscht. Auf jeden Fall, dann war ich fertig und dann habe ich so... Dann habe ich mir gedacht, hier ist eh schon so eklig und ich will das hier jetzt nicht so eklig verlassen. Ich spüle dann einfach mal. Problem war, dieses komplette Klo mit dem Loch, mit dem Pissstrahl oder was hast du gespielt? Nee, mit den Riffeln am Boden, also alles, der komplette Raum eigentlich hat diese Toilette eingenommen. Ich drücke drauf, der komplette Bereich, der komplette Boden wird gespült, unter anderem auch meine Schuhe. Ich springe also auf den Rand und denke mir so... Also du hast dann einfach alles, was so unten drin war. Ja, und nee, ich kann nicht raus, aber da lag auch viel Toilettenpapier drauf, weil ich habe mir gedacht... Zum Glück hat Warum einer... spült man denn auf so einer Toilette? Das geht doch eh. Wo kam denn das Wasser her, mit dem das gestiegen ist? Ich wollte gerade sagen, wie hast du das denn gespült? Da war so ein Knopf, wo du draufdrücken konntest. Und der spült dann die ganze Kassette aus dem Raum. Ja, das war wirklich. Diese Armatur da, die am Boden eingebaut war, den kompletten Boden eingenommen und die wurde halt komplett abgespült. Und da stand ich halt drin in diesem Wasser, bin erstmal auf die Seite gestiegen und gedacht. Best story of my life. I must my shoes clean when I go home. Bad English is me. Kurze Geschichte. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war... Nur mal daran zu erinnern, in welcher Kategorie und Kategorie ich jetzt schon. Und dann habe ich am Ende, habe ich mir auch gedacht, jetzt musst du dir vielleicht mal am besten die Hände waschen, auch wenn du überhaupt nichts mit deinen Händen hast. Jetzt wäre es mal wieder soweit. Außerplanmäßig. Und dann habe ich da auch. Da hab ich das auch ist zwar nicht Weihnachten, aber heute. Heute war ich habe mir auch überlegt, soll ich da jetzt diesen Seifenspender an die Hände waschen? Soll ich mir den Seifen. Soll ich den Seifenspender. Nee, ich habe mir gedacht, Hände waschen, weil ich habe mir gedacht, das Waschbecken muss doch auch eklig sein. Da draußen ist das ist ein LKW-Park, das ist für 1000 LKW, das heißt 1000 Menschen gehen potenziell auf diese eine Toilettenkabine und benutzen diese. Zwei Wasserhähne, die da waren. Und ich hab mir gedacht, einer davon schafft es auch noch, die Kabine zu fluten. Und ich habe mir gedacht, soll ich mir jetzt wirklich hier die Hände waschen oder soll ich über meine Mutter nach Feuchttüchern fragen, dass ich mir die Hände so abputzen kann? Da habe ich mir gedacht, nee, ich putze mir die Hände und habe dann mit meinem Ellenbogen alles gemacht und habe dann halt diesen Drücker von der Seife und mir gedacht, will ich den jetzt wirklich anpacken? Habe ich mir gedacht, komm, ich tu's, weil ich wasche mir danach ja eh die Hände, hab's dann gemacht, habe mir die Hände abgewaschen. Und dann wieder unter Wasser und habe mir gedacht, jetzt muss ich das Ding ja nicht wieder anfassen. Jetzt habe ich mir die Hände hoffentlich gut genug gewaschen, aber trotzdem eklig. Mann, was eine Geschichte. Eieieiei. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Eigentlich ist es egal, man wäscht sich danach ja eh die Hände. Das stimmt schon, aber trotzdem ist es halt ekelhaft, wenn du mal bedenkst, wie viele Leute sich nicht die Hände waschen. Ja. Außerdem waren ja auch deine Füße nass. Also ganz stimmt, geil, hast du auch danach nicht. Die Füße habe ich mir beim Duschen dann auch gewaschen. Als ich nach Hause kam, habe ich mich dann geduscht. Und die Schuhe gingen? Die Schuhe habe ich dann auch mal mit Wasser abgewaschen. Also ich habe es mal so in Wasser eingetaucht. So in Seifen. Guten Air Max. Ich habe keine Air Max. Ich weiß, ich wollte das dich nochmal so bloßstellen. Was hast du denn für Schuhe? Ich habe Adidas. Ach, du hast die richtig geilen, gell? Die Ultra Booster. Ja. Die ich mir eigentlich auch mal kaufen wollte. Und die hast du dann... Aber da geht doch das auch durch, oder nicht? Die sind doch... Die haben doch Löcher. Die sind so wasserdicht wie ein Sieb, also überhaupt nicht. Dann und du hattest dann die auch, ja, ja, also die hattest du dann auch auf der Toilette an, wo das Missgeschick passiert ist. Ultra Boost. Ja, wenn es da durchgeht, dann kann... Ja. Es war ein Missgeschick. Jetzt, wo wir gerade hier... Volle Schuld. Jetzt, wo ich gerade und Philipp so im regen Austausch sind, können wir kurz mal erzählen, wie war's, Paul findet es jetzt absolut langweilig. Wir müssen das erzählen, weil Philipp ist... ist bald in einem anderen Land, dann können wir leider keinen Podcast mehr miteinander aufnehmen. Ja, wir haben es doch auch geschafft, als ich in Frankreich war. Stimmt, ihr habt einen Podcast aufgenommen, gell? Mhm. Also gut, Fresh. Philipp, wie fandest du Formel 1? Fandest du das Rennen spannend? Gut? Nicht gut? Ich bin jetzt im Handy. Wie fand ich das letzte Rennen? Ehrlich gesagt, richtig geguckt, das letzte war Deutschland, aber ja, Verstappen war auf der Pole, gell? Ja. Und Hamilton hat gewonnen. Nee, wer hat gewonnen? Doch.
Nee, wer hat nochmal gewonnen? Verstappen war auf der Pole. Und Hamilton hat gewonnen. In Österreich. Ach so, wir reden über Österreich. Ja. Ach so, da war doch Leclerc auf der Pole. Ich dachte, wir reden über... Was willst du von mir, Digga? Ich dachte, wir reden über das letzte Rennen in Ungarn. Das ist eigentlich ganz schön. Guck mal, hier, neues Kanalbanner. Ja, auf jeden Fall. Nicht. ach so. Österreich fand das Rennen saugeil. Das Rennen war krass. Also wirklich sehr, sehr krass. Genau wie die Rennen, die darauf folgten. Also generell, die Formel 1 wird gerade immer spannender, finde ich. Und ja, wie fandest du so den Trip so als Fan da? Weil man muss ja 80 Euro circa bezahlen, um da zu sein. Dann hat man auch nicht den allerbesten Blick, weil den hast du ja immer vom Fernseher eigentlich. Ich finde, dass wir mehr gesehen haben als am Hockenheimring und dass wir dafür deutlich weniger bezahlt haben. Aber ich hatte einen Sonnenstich, was nicht angenehm war. Ich hatte Sonnenbrand an meinen Beinen. Also mir ging es ja in Würzburg, weißt du, und da ging es mir richtig schlecht. Wollen wir vielleicht diese spannende Story, damit, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen, dann vielleicht unterschiedliche Etappen aufteilen. Guck mal, jetzt habt ihr gerade so einen krassen Cliffhanger. Und dann muss mir in Würzburg ein bisschen schlecht gehen. Das ist dein Cliffhanger. Ja, genau. Und das erzählen wir dann einfach entweder nächste Folge oder später in dieser Folge weiter. Und das ist dann einfach so ein bisschen in Etappen, so immer so ein kleiner Einschub. Wir reden beim nächsten Cliffhanger dann über das Deutschlandrennen, was absolut chaotisch war. Das war aber eins der geilsten Rennen, das ich je gesehen habe. Kurzer Einschub noch von mir. Und zwar, was hältst du jetzt von dem Cockpitwechsel bei Red Bull? Also das finde ich schon krass, muss ich sagen. Ja, also das finde ich schon sehr, 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 sehr krass, das mitten in der Saison zu machen. Dem nicht mal eine ganze Saison Zeit zu geben, das finde ich schon, vor allem wenn man vor einem Monat noch gesagt hat, man steht voll hinter Pierre, egal was der diese Saison macht. Und jetzt wird er, natürlich ist der nicht so gut für Verstappen, das wusste er auch schon letztes Jahr. Und der fährt auch ziemlich schlecht für das Auto, was er hat und hat sich von Verstappen in Österreich überrunden lassen. Aber warum denn der Toro Rosso Spacko? Warum nicht Kwiat? Kwiat hat schon mal gezeigt, dass er Red Bull fahren kann und hat auch einige Podiumsplätze und ist jetzt letztens mit dem Toro Rosso aufs Podium gefahren. Warum Alexander Albon? Oder wie der Spaß hier ist. Das Problem ist, der hatte ja seine Chance. Und der hat doch seine zweite Chance jetzt genutzt. Seine zweite Chance war, dass er wieder das Toro Rosso Cockpit bekommen hat. Der ist deutlich angenehmer als Fahrer geworden und genauso gut. Und deswegen frage ich mich, warum der jetzt nicht auch bei Red Bull seine zweite Chance bekommt, weil der andere kommt mit genauso den Voraussetzungen, mit denen auch Gasly kam. Und ich finde eher, dass man nicht noch ein Riesentalent neben Max Verstappen braucht, sondern eher einen zweiten Fahrer. Und das will, also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt den nächsten 20-Jährigen da reinzuholen. Hier, das der kommt in den Müll. Sorry, ich habe entschieden, dass der in den Müll kommt. Jetzt kommt Jonas Kabel leider in den Müll, weil ich so viel Quatsch damit gemacht habe. So viel. Wo wären dein Müll? Unten. Gut, der Mitgliedsausweis. Oh, schlechter Wurf, muss man mal sagen. Neben dem Müll tatsächlich. Ich wollte auch noch ein bisschen was erzählen. Tatsächlich, ich bin auch heute nicht nur Dego hier. Ja. Ja, du wolltest... Also zum einen würde ich ganz gerne anknüpfen an vorletzte Folge. Weiß nicht, hast du letzte Folge gehört, Philipp? Klar. Okay. Vorletzte Folge hatten wir die... Vorletzte Folge waren die Anrufe, gell? Genau, die Anrufe. Echt, gab es eine Folge dazwischen nochmal? Ja. Neue Folge? Ja. War ich da weg? Ja. Wo war ich? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, du bist nicht da. Hast dich einfach nicht gemeldet, glaube ich. Wie immer. wann waren das? Letzte Woche oder wie? Ja, letzte Woche. Welcher Tag? Dienstag. Ah, da war ich weg. Und, auf jeden Fall in der letzten, also ich wollte eigentlich kurz mal die Happy Hippo Geschichte fortsetzen. Ich habe wegen der Mail, die habe ich nicht geschrieben, weil ich habe gedacht, das ist lustiger, wenn ich die Verpackung mitbringe und wir rufen nochmal an und machen es dann mit der Verpackung. Oh nein, hast du bitte nicht die Verpackung mit? Ich habe die Verpackung heute vergessen, aber beim nächsten Mal geht's weiter. Aber apropos Happy Hippo, ich und Jonas haben letztes Mal über Drogen sehr viel gesprochen. Weiß nicht, was sind denn deine, ob willst du da noch einen Nachtrag zu liefern zum Thema Drogen oder kannst du da auch was berichten? Also sagen wir mal so, da ich genau weiß, dass diverse Familienmitglieder von mir diesen Podcast hören, weiß ich gar nicht, was Drogen sind. Gut, ich nehme mich auch gehört. Nicht. Sehe ich nämlich ähnlich. Ich wollte einfach nur die Überleitung mit Happy Hippo und Tier und Drogen machen. Das war einfach alles, was Happy ich... Happy Hippo wäre der perfekte Name für eine Droge. Genau Happy die Frage Hippo. Nein, ich meine wegen, wenn du Gras rauchst, bist du dann vielleicht sehr... Das war ja die Richtung, in die ich gehen wollte. Aber der lag halt einfach zu sehr auf der Hand, um nicht diesen Bogen zu nehmen. Ich habe auch Paul letztes Mal gefragt, wie denn so seine Erfahrung mit Drogen ist. Und er sagt,
nicht wirklich, dass er Erfahrung mit Drogen hat. Ich habe gesagt, unterdurchschnittlich. Unterdurchschnittlich, weil auch viele Familienmitglieder von ihm zuhören. Und was ist bei dir so los, Jonas? Was ist bei dir so los? Jeden Abend am Ziehen, habe ich gehört. Ich habe bisher folgende Drogen, also im allgemeinen Sinne Drogen genommen, Alkohol, und ich habe ein bisschen an Zigarillo gepafft und einmal an der Wasserpfeife gezogen. Was ist für dich eine Shisha? Ja. Du hast einmal an der Shisha gezogen? Ja. Okay, ich gehe heute Abend in die Shisha-Bar. Und ich habe an den Zigarillo gepafft. Yes. Also ich würde ganz gerne nochmal zwei Themenkomplexe aufmachen, ja, die eigentlich ein Themenkomplex sind. Vor allem jetzt, wo Philipp heute ja nicht mehr hier ist. Bitte, bitte ungeklärte Mordfälle. mach ruhig erstmal also, deinen Themenkomplex. Ich habe mir aufgeschrieben, Facebook, Klammer auf, App, Klammer zu, ist ein schlechter Witz. Also ich möchte bitte einfach mal, wie schlecht ist denn bitte die Facebook-App? Wenn du bei jeder anderen App, wenn du oben die Benachrichtigung hast, deine Benachrichtigungsleiste, und da so ein Text steht, das siehst du immer nur so halb, kannst du runterscrollen, dann siehst du ihn ganz. Ja. Bei Instagram, bei WhatsApp, die beide Facebook gehören, geht das. Bei Facebook selber nicht. Und jetzt letzte Woche... Wenn ich sowas höre, werde ich sauer. Genau. Seit letzter Woche ist bei Facebook bei mir einfach alles auf Koreanisch oder so. Ich habe nur noch so Schriftzeichen in den Benachrichtigungen. Ich weiß nicht, was da passiert. Das ist wirklich einfach nur noch ein schlechter Witz. Und ich hab letzte Woche mein Facebook auf natürlich was hatte ich da? Nee, und nicht unter Drogeneinfluss natürlich, habe ich mein Facebook auf Hebräisch gestellt. Beziehungsweise mein ganzes Handy. Das habe ich gesehen, um noch die letzten auf den letzten Metern. Nix verstanden, umgestellt, gell? Also mit ich habe mir vorher extra gemerkt, wo welcher Knopf ist, um das wieder umzustellen. Und hab dann gemerkt, dass ich die Schrift ja gar nicht lesen kann. Das hätte ich ja vorher gemacht. Wie läufst du mit dem Hebräisch lernen bis nächsten? Ich sag dann immer Woche. Shalom, damit die Leute denken, wow, der grüßt sehr aus freundlich. Versehen auf Hebräisch, weil das schon so drin ist. So. Aber ich kenne auch nur das Wort Shalom. Und ein paar Städte, Tel Aviv. Aber womit lernst du? Mit Duolingo oder so? Ich lerne nicht, deswegen kenne ich auch nur das Wort Shalom. Deswegen müsste ich übernächste Woche geht es los. Was ist denn gefordert, dass du bis übernächste Woche kannst? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also Hebräisch. Aber was für eine Form von Hebräisch? Also ich habe mit einem Kontakt... Freestyle-Hebräisch. Hausch, Maul, Maul. Geben Sie mir mal ein Beat. Geben Sie mir mal ein Beat. Nee, eben, was muss ich können? Also der eine, der jetzt ein Jahr lang da war, meinte, er kann kaum Hebräisch. Mit dem hatten wir Kontakt. Aber... Ja, der war auch im Militärgefängnis. Der saß im Militärgefängnis, da braucht er nicht so viel Hebräisch. Das Problem ist, der war im Altenheim und die sprechen Deutsch und Englisch. Meine Kinder, also die Kinder, sprechen kein Deutsch und Englisch. Und deswegen müsste ich schon so Hallo, Tschüss und sagen wir mal, ich muss ja die Freizeit planen. Und bisher habe ich ja wie gesagt geplant, dass wir jeden Tag einfach Fußballturnier machen, damit ich nicht so einen Stress habe. Ich muss halt gucken, was die für Behinderungen haben. Ja, also, Basketball einfüllen. El Basketball ist auch. Ja, ich muss erst mal schauen, was die für Behinderungen haben, Jonas. Also wenn die... Und was Fußball auf Hebräisch heißt. Und was Fußball auf Hebräisch heißt, das ist tatsächlich ein ganz guter Ansatz, das erstmal zu schauen. Und wenn der jemand nicht laufen kann, dann ist es wohl eher ein bisschen schwierig. Dann hat er wohl ein bisschen schlechte Karten am Fußball. Wenn er ein Bein hat, dann spiel mal Fußball für Einbeinige. Das ist eine prima Idee. Warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? So eine klasse Idee. Warum schicken wir nicht Jonas nach Hebräland? Oder warum? Ich meine, wir könnten ja mal gucken, wie du so Einbein-Fußball spielen würdest. Habe ich dir mal erzählt, was meine Eltern erzählen, als sie nach Israel geflogen sind? Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht, deshalb erzählst du jetzt. Meine Eltern sind mal nach Israel geflogen. Nee. Ja. Und ich hab dir ja diese Seite da geschickt. Mit dem Fluch. Von El Al. Fluch. Ja, genau. El Al ist die staatliche Airline von Israel und die fliegen von vielen deutschen Städten nach Tel Aviv. Ja, auch Berlin. Bei El Al ist es so, du wirst vorher erstmal befragt am Flugsteig, wer du bist, was du da machen willst, ob du irgendwelche Sachen dabei hast, ob du irgendwie Geschenke hast für Leute, die du dir da mitbringen sollst und so. Und wer dein Gepäck gepackt hat und so. Wer dein Gepäck gepackt? Dann wird, also früher wurde das gemacht, Mama. Jetzt könnte es verboten sein, Mama. Dein Gepäck durchsucht von Mitarbeitern. Der Mossad. Von Mitarbeitern von El Al wurde einfach dein Gepäck durchwühlt. Nach ich hoffe, das waren die diesmal nicht. Dein Gepäck wird in eine Druckkammer reinge...
eingegeben und wird dort dem atmosphärischen Druck in einem Flugzeug ausgesetzt, weil es gibt Bomben, die bei einem bestimmten Druck in einem Flugzeug automatisch explodieren. Gut. Ja, das oder man macht halt einfach durch dieses Röntgen-Ding, wie jeder andere Flughafen auch. Ja, das macht El Al doch nicht. Dann hat El Al in allen seinen Flugzeugen... Aber haben die... Wie funktioniert das denn organisatorisch? Ich meine, es ist ja ein ganz normaler Flughafen. Wo stellen sie denn diese Druckkammer hin? So? Ja, wo steht in Berlin die Druckkammer? Also... Bisschen außerhalb. Halbe Stunde und ein Fahrrad. Ich weiß wirklich nicht, wo sie haben. Es wird gesagt, dass das 100 Millionen Euro kommen sie im Jahr mal mit. Kostet. Extra diese Sicherheitsmaßnahmen. 100 Millionen im Jahr? Ja. Für wen? Israel. Für dich. Für dich. Für Israel, ja. Ich muss 100 Millionen bezahlen. Das wäre eine Überraschung, wenn ich jetzt noch 100 Millionen drauflegen müsste. Und es ist so, alle Flugzeuge von El Al haben Infrarot-Raketenabwehrsysteme verbaut. Ja, das ist auch relativ klug, gell? Ja? Weil ja, da wird doch auch mal eine Rakete drauf geschossen. Der Bordboden ist doppelt so dick wie in normalen Flugzeugen. Und weil... Weil es könnte ja eine Bombe explodieren. Wenn da der Marder durchkommt, du... Und die Tür zum Kapitän ist doppelt gesichert. Das heißt, da sind zwei Türen, bis du beim Kapitän bist. In normalen Flugzeugen ist nur eine Tür. Okay. Stille. Ja, krass. Ja, nee, dass die... Das hätte Philipp gerne mal früher gewusst. Das macht das jetzt Unterfangen deutlich komplizierter. Ich wollte ja unbedingt ins Cockpit eindringen. Gut, ich muss schon wieder vorsichtig sein. So, was meine Eltern noch erzählt haben, war, es war so, überall an dem Flugzeug stand damals Bundespolizei mit Maschinengewehren. Der Flugzeug stand also auf dem, überall auf dem Flugzeug stand Bundespolizei mit Maschinengewehren. Nee, ganze Flugzeug war voll. Wie komme ich denn? Stickern oder genau? Um das Flugzeug rum stand überall Bundespolizei mit Maschinengewehren. Am Flugsteig überall, am Ende von dieser Gateway stand auch einer. Und was ist, wenn man die so mützt oder so? Was machen die dann? Gemützt. Ich glaube, dann werden die sehr ungehalten. Und dann hat mein Vater gesagt, da wollte jemand warten im Flugzeug auf jemanden. Und da kam ein Bundespolizist angerannt, Maschinengewehr, gesagt, nein, nein, gehen Sie weiter, los, sofort gehen Sie weiter. Also, das ist ein bisschen heavy und die Flugzeuge... Ja, weil der Flug wollte vielleicht auch los. Weil er aus Deutschland, weil wenn der gesagt hat, sofort gehen Sie weiter, das ist eigentlich... Ja, das war ja in Frankfurt am Flughafen. Okay. Und dann wurde das Flugzeug noch bis zur Start- und Landebahn von einem Bundespolizeiradpanzer begleitet. Vom Leopard? Nee, von so einem Radpanzer, von so einem Panzer mit Rädern. Muss ich sagen. Ah, der Fahrrad. Meinst du ein Fahrrad? Das wird von einem Fahrrad begleitet. Fahrrad und hinten drauf eine Wasserpistole. Kommen Sie auf den Radpanzer! Die Druckkammer ist auch noch an Bord. Nee, die steht am Flughafen. Sensation in Berliner Zoo. Ja, immer doch. Ja, das hätte ich jetzt kein. Oder GDX. GDK, krank. So in etwa könnte der aussehen, Panzer. Der Radpanzer der Bundespolizei. Von dem wird dann das Flugzeug begleitet. Also bis nach Israel. Nee, bis dann und Landebahn. Bis Mannse. Fliegen wir dann damit 30 km/h nach Israel. Also Philipp, fahr ich doch besser Fahrrad. Ich wünsche dir einen schönen Flug. Und wenn du in dem Militärgefängnis landest, ich bezahle keine Kaution. Was habe ich nie gesagt? Ja, es war ja klar, dass du die Kaution... Also wenn ich irgendwann mal ins Gefängnis komme, musst du ja nicht die Kaution bezahlen. Also das kannst du ruhig gesagt haben. Ja, ich kann... Das hat er vorhin auch schon mal unter vorgehaltener Hand gesagt, habe ich ihm das Gleiche gesagt. Das ist mir ehrlich gesagt, ob du da die Kaution zahlst oder da... Aber wie ist das denn? Hast du da vielleicht eine Internetverbindung, dass man dich wenigstens mal zum großen Lasse-Reden-Casting zuschalten kann? Das ist kein dritter Weltland. Also ich habe sogar gutes Internet. Ich weiß ja, was meine WG so wird. Ich habe gutes Internet und es gibt in jedem Raum eine Klimaanlage. Was schon bosshaft ist. Das heißt, man kann dich auch zum großen Lasse-Reden-Casting... Man kann mich auch dazuschalten. Per Skype dazuschalten. Man kann mich auch dazuschalten, außer ich bin derjenige, der gecastet wird, dann bin ich mehr als beleidigt. Bitte warten Sie noch kurz. Herr Reuterath, wie immer, 5 Minuten Delay auf der Leitung. Gibt es eigentlich schon Bewerber? Ich meine, hast du schon Flyer verteilt? Nee, wir haben noch gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Aber ich habe so Oktober geht's los. Wurde noch nicht ein Plakat ausgehängt? Nee. Noch gar keins? Nee, es geht alles Oktober los, dann machen wir nochmal ein Video. Wie ist das eigentlich? Wollen wir nächste Woche nochmal einen Roadtrip Nummer 2 aufnehmen? Du stellst eine Aufgabe. Können wir machen, ja. Echt? Abends. Cool. Aber weil ich mal ab nächste Woche Praktikum. Aber. Wo machst du Praktikum? Ach, bei irgendeinem Kindergarten für behinderte Kinder in Gießen. Inklusiv heißt der heutzutage. Inklusiver Kindergarten. Cool. Disabled. Können wir gern machen.
Ich bin froh, dass du die nächste Aufgabe stellst, weil ich hätte so ein bisschen, dass das Format jetzt nicht wirklich weitergeht. Ja. Weil ich sag mal, ich will nicht der sein, von dem es im Nachhinein heißt, er hat es eskalieren lassen. Ja, genau, das werde ich sein. Nächste Woche. Ihr seid daran total schuld. Das Problem ist, kannst du machen, gell? Danach kannst du sagen, ja, der Philipp hat aber. Genau. Also danach bist du halt wahrscheinlich schon weg, das heißt, es wird gar nicht zur dritten Folge kommen. Das heißt, du kannst es nächste Woche einfach sagen, ja, was du willst, und ich werde nicht mehr. Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine dritte aufnehmen müssen. Soll ich euch mal was erzählen, was ich mir gedacht habe, dann leider verwerfen musste? Wer das kürzeste Streichholz zieht, springt vom Main Tower? Nee, meine Idee war, wer findet den teuersten Wein am Frankfurter Flughafen? Es gibt am Frankfurter Flughafen eine Weinflasche. Ja, aber ist der nicht in der Abflugzone, wo man gar nicht rein darf? Der teuerste, weil nee, da wird es immer noch mal. Wir stecken sich in der Druckkammer im Koffer. Nee, der ist sogar noch im öffentlichen Bereich. Das ist eine gute Idee, kommt beide in die Druckkammer. Also es gibt einen Laden, der hat diesen Wein im öffentlichen Bereich, und es gibt einen, der hat den im Transferbereich. Im Transitbereich. Ach so, okay, also es gibt nicht da einen teureren als da. Okay. Ja, also es gibt, der kostet 34.000 Euro, da sind halt irgendwie die Reben von 1965 oder so geerntet und dann. Die gibt es nur am Flughafen. Für unterwegs. Wird gerne gekauft von reichen Chinesen und reichen Russen, weil der aus Frankreich kommt, und Russland und Frankreich haben so Importzölle, und ja, ich erspare euch die Welthandels. Hey, wenn man 34.000 für einen Wein zahlt. Du weißt noch einfach nicht den Welthandelsscheiß. Den ersparst du uns nicht, den weißt du ganz einfach nicht. Muss man ja auch einfach ganz klar sagen. Ja, okay, tut mir leid. Importzölle hier, wisst ihr ja, ich erspare euch das. Ja, don't get me started on Welthandelszölle. Du kannst gerne mal eine Solo-Folge zu den Welthandelszöllen aufnehmen. Du hast 20 Minuten Zeit, leg los. Business Insider. Business Insider. Soll ich loslegen mit den Welthandelszöllen? Nein, weil ich du wirst 20 Minuten was erzählen, das traue ich dir durchaus zu. Deswegen nein. Und man wird dich nach einer Viertelstunde fragen, wann es denn endlich um die Welthandelszölle geht. Deswegen, wie gesagt, nein. Weil ich bisher nur über Beyoncés neues Album geredet habe, ja, kann sein. Neues Album? Der über Beyoncé ist. Neues Album? Hast du über das neue Album geredet? Nicht mit mir. Rede, komm, talk to me. Beyoncés neues Album, keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für Beyoncé. Hat die überhaupt ein neues Album? Nein. Soll ich mal wieder? Ja, bitte, Paul, reden Sie. Also, ihr erinnert euch bestimmt noch, hast du das Intro gesehen, was ich vor die vorletzte Folge gemacht habe? Stranger Things, ja. Genau. Und da wollte ich mich noch eine kurze, lustige Stranger Things-Anekdote erzählen. Nämlich einer, der Darsteller von Stranger Things... Ja, erzähl weiter. Schuld mir noch so einen fucking Pin. Was? Ich habe bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, und da hat der Typ so einen Pin verlost, so einen Anstecker. Ja. Und ich habe das gewonnen. Herr, welcher? Wer hat mir geschrieben? Echt? Ja. Herr, welcher denn? Der Matty Carter Doppel. Der, den kennt man auch von... Den kennt man eigentlich überhaupt nicht. Wen spielt der denn? Den kennt man auch aus so einer anderen Serie. Da spielt er den Typen, ich glaube... Cliff, Keith oder so heißt der, der immer in diesem Laden arbeitet. In den ersten beiden Staffeln arbeitet der in diesem Spieleladen, in der Spielehalle, und in der letzten Staffel arbeitet der in diesem... im Kino. In diesem Filmladen, genau. Ach so, und da werben sich dann Robin und Dings. Der so. Genau der. Guckt. Genau der. Mit dem habe ich auf Instagram geschrieben. der hat nämlich so ein Gewinnspiel gemacht auf Instagram, da hat er irgendwas verlost. Man musste irgendwie nur liken oder kommentieren oder sowas. Hab ich dachte, fort, machst du mal. Ja. Das ist aber auch schon 2 Jahre her, habe ich gemacht, und da hat er mir geschrieben, dass ich das gewonnen hätte. Da habe ich noch irgendwie so richtig cringy auf Englisch geantwortet. Da hat er mir gesagt, ich soll seine Assistentin eine E-Mail schicken, habe ich auch gemacht. Aber nie was angeschaut. Ich hätte einfach keinen Bock, nach Deutschland diesen Pin zu schicken. Ja, eben, genau, das wird's sein. So, es kann auch sein, dass er verloren gegangen ist, aber der hatte wahrscheinlich einfach keinen Bock, das Ding nach Deutschland 35415 Polheim zu schicken. Für ihn ja auch wirklich. Und was wäre das denn für ein Pin gewesen? Ja, von diesem Laden. Einfach so ein Pin. Westdeutsch stand da. Da hätte er ein Paket für verschicken müssen, also. Weil ich das Gewinnspiel gewonnen habe. Aber hat er nicht gemacht, der Pisser. Und jedes Mal, wenn ich ihn nicht schmeiße. Welche Idioten haben denn da überhaupt mitgemacht? Nicht so viele, deswegen habe ich auch gewonnen. Aber jedes Mal, wenn ich den in Stranger Things sehe, denke ich mir, du Pisser. Ja. Hast du Stranger Things geguckt mittlerweile? Ja, sicher. Da habe ich in einem Tag durch. Ich auch. Silicon Valley, immer noch beste Serie. Silicon Valley. Auch ein guter Podcast-Name. Silicon Valley. Silicon Valley habe ich auch die ersten 3 Staffeln von einem Tag. Und Alexa. Silicon Valley. Christian Lindner, Siri und Alexa. Das muss ich ihm unbedingt empfehlen.
Aber wisst ihr, was das Blöde ist an, ich ihn denn mal sehe. An Silicon Valley? Was denn? Mal wieder. Man kann ihn nur bei Sky gucken oder muss jede Folge kaufen. What? Prime, oder? Den Podcast Silicon Valley. Nee, von Christian Lindner und Alexa. Silicon und Valley. Siri. Doch, das muss ich ihm unbedingt mal schreiben. Und einem Furby. Ich habe Game of Thrones versucht zu gucken und ich habe nach 5 Folgen habe ich mir gedacht, okay, nee. Gut. Ich und Game of Thrones, das wird keine Liebe mehr sein. Nach 5 Folgen? Ja. Es sind doch 5 Stunden. So lange gebraucht oder was? Ja, na, ich habe mir 2 Folgen anguckt, habe dann einem gesagt, ja, nee, gefällt mir nicht. Er hat gesagt, ja, du musst mehr gucken, du musst mindestens 9 ja, Folgen so. Gucken. Und ich habe dann 5 also hab geguckt und habe mir gedacht, der Funke springt dich über. Ich bin jetzt ja, aber bei der ist Hälfte ganz normal von in der ersten Staffel 1. Ich bin bei der Hälfte von Staffel 1 und ich habe immer noch nicht so den großen. Ist bei mir, aber immer noch nicht so den großen. Also ich habe es ja schon bestimmt 2-mal durchgeguckt. Ich habe es auch versucht, mit meiner Freundin anzufangen, aber also ich kenne von ganz vielen die Geschichte, dass die halt Staffel 1 nicht durchstehen. Kann ich auch verstehen. Man muss halt wirklich schon so mehr gucken, um damit es dann auch richtig geil wird. Zumal ich hab dann irgendwann wirklich angefangen, bei Wikipedia genau zu gucken, wer ist jetzt mit wem verwandt. Ja, da hast du halt Spoiler, toll. Ja, ohne mich spoilern zu lassen, habe ich probiert. Hä, das geht doch überhaupt nicht. Ja, warum? Das siehst du ja in der Serie, wer mit wem verwandt ist. Wenn du ein bisschen zuguckst. Das war so kompliziert. Ich hätte mir natürlich am besten irgendwie aus der DVD. Ich hätte mir am besten eine DVD-Box kaufen müssen, da diese Karte rausziehen können mit dem Stammbaum. Dann hätte ich es vielleicht besser verstanden. Weil der Stammbaum in den DVD-Boxen spoilert ja. Dann viel Spaß mit der 3. Staffel Dark. Stimmt. Zum Glück gucke ich mir solche Sachen nicht mehr an, weil ich habe mir schon so oft sehen. Leute haben gesagt, guck dir das an. Irgendwann habe ich mir gedacht, mir hat bisher das Einzige, was mir bisher gefallen hat, war Silicon Valley und das habe ich auch noch selber entdeckt. Das ist die einzige Serie, die dir jemals gefallen hat. Mit Big Bang Theory, aber... Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ein sehr großer Junge namens Ben. Big Ben. Ich habe eine Theorie. Big Ben stinkt. Bitte wie? Big Bang Theory. Big Ben hat eine Theorie, das will keiner hören, weil er einfach wirklich unangenehm groß ist. Auf Leute, komm doch mal aus dem Haus wieder raus. Auf jeden Fall, das waren bisher die einzigen beiden Serien. Ich muss mir unbedingt noch die Formel 1 Serie angucken. Stimmt? Ja, die wird mir hoffentlich auch gefallen. Die muss mir auch guck dir die an, weil die ist richtig geil. Vor allem kommt eine 2. Staffel über die jetzige Saison. Und die wird noch geiler. Apropos jetzt so Klicks viel und Likes. Apropos Klicks und Likes. Ich hatte eine sehr gute Idee, unseren Kanal zu vermarkten. Einen neuen Werbeweg, quasi einen Selbstläufer. Was so, denkt darf ihr? Darf ich erstmal kurz Philipp erklären, wie einer unserer Werbewege aussah, den ich, oh ja, den ich erschlossen habe? Ja, aber kurz vom, die Hörer kennt es ja schon. Webcam. Also ich habe für 29 Euro für eine Stunde auf Google eine Werbeanzeige gekauft. TV. Was? Ich habe für 29 Euro eine Stunde lang eine Werbeanzeige bei Jodel gekauft. Und er hat die beleidigten Kommentare alle hochgeliked. Gab's beleidigende Kommentare? Nur. Was? Warum weiß ich denn davon nicht? Dafür ist 1 Euro, 30 Euro. Wie lange bleibt das jetzt hier? Wieso postet man so einen Scheiß? Und da hab ich mir gedacht, ja, weil ich einfach ausprobieren will, ihr Hornochsen. Das ist alles nur verkackte Studenten auf dieser Plattform. Ich hasse Studenten. Jodel zeigt mir genau, Stunde. Wie scheiße Studenten sind. Eine Stunde. 30 Euro. Hätte ich lieber für 350 Euro 24 Stunden buchen sollen. Zum Beispiel, ganz ehrlich. Dann wäre unser Werbebudget für die nächsten 2 Jahre gewesen. Paul verschüttet gerade den Apfelsaft auf sich. Hast du das aber hoffentlich nicht mit unserem Patreon? Nee, nee, nee. Hast du privat. Das bezahlt, nein, privat. Weil du gesagt hast, dann teilen wir uns nicht. Ott, ja, sei Dank. Übrigens, du schuldest dem Jonas noch einen 10er. Das teilen fährt durch 3. Ciao Leute, ich hatte doch noch was. Wer von uns tut hier eigentlich Lasse reden finanzieren? Ich oder ihr beide? Ja, wer von uns kriegt ja, man beleidigende muss aber auch mal Kommentare sehen, und wir haben keinen neuen Zuschauer? Wer von uns kann sich auch leisten, 3 MacBooks zu kaufen? Ja, ich wollte gerade sagen, du bist der Rich Guy in der Gruppe. Du arbeitest halt. Wer von euch kann sich's leisten, sich 2 Uhren zu kaufen? Ja, du eben. Sagst, du bestehst. Eben. Du so, und da kann man auch mal. Uns. Das heißt, du kannst auch nur... Du hast halt einfach ruhig das Vierfache oder Fünffache an Einnahmen, wie wir haben. Ja, ich wollte nur angehen mit meinen Uhren. Ja, das merken wir, das merkt ja, aber jeder. Das hilft dir gerade echt nicht weiter, das spielt dir nicht in die Karten. Ja, gut. Apropos Klicks und Likes, was glaubt ihr ist der günstigste und vor allem selbstlaufende? Also was verbreitet sich am schnellsten fort so als, sag mal, als Medium? Überlegt gut. Ich sag mal Zielgruppe, wen wollen wir erreichen? 5- bis 8-Klässler. Fernsehwerbung, Spaß. Nee, umsonst. Ey, umsonst? Instagram? Mm-mm. Nein. Ist ein kleiner Tipp? WhatsApp? Oh, WhatsApp-Gruppen so. Nee.
Du gewinnst dein Porsche Cayman, wenn du dieses Video guckst. Der Kettenbrief. Der Kettenbrief. Der große Kettenbrief. Oh nein. Wir werden gehasst. Der Lasse reden es Kettenbrief. Wird niemand, es wird auf Facebook in der Langönsgruppe vor Lasse reden TV gewarnt. Jeder denkt, er kriegt ein Virus, wenn er Videos von uns guckt. Guck mal, aber man kann ja so klein, muss man, das Wichtige ist bei so einem Kettenbrief, muss ein bisschen, muss so ein kleiner Schauder über den Rücken laufen. Ein bisschen Horror, ein bisschen Grusel muss mit rein. Muss halt sowas erzählen, keine Ahnung, ich bin Paul Safran und ich hatte einen lustigen YouTube-Kanal, doch dann wurde ich ermordet von einem. Genau, und da das nötig ist. Was weiß ich, von einem Beep. Oder von einem. Könnt ihr vielleicht bitte keinen Markennamen nennen? Schicke Beep. Schicke diesen Kettenbrief an 10 Personen weiter und folge Lasse Reden TV auf YouTube. Und ansonsten, keine Ahnung, besuche ich dich heute Nacht. Ja. Hi. Hi, da bin ich dann auch. Besuche ich dich heute Nacht heil. Und dann musst du halt auch noch gucken. Da musst du noch ein Video hochladen. Was dann angezeigt wird, wenn jemand das googelt, ob das fake ist. Dann, wo dann gesagt drin wird, dass es nicht fake ist. Da sitzt ihr weinend vor der Kamera und sagt, Paul wurde tatsächlich von einem SWG-Mitarbeiterausweis ermordet. Oder irgendwie sowas. So, das Problem dann ist. Dann darfst du aber nie wieder auftreten. Wer von uns hat eine kleine Geschwister, die das potenziell verbreiten können? Ich habe Geschwister, die sind aber nicht mehr klein genug, um das zu verbreiten. Hat jemand Kontakt zu kleinen Kindern, die das potenziell verbreiten können? Ich gehe nach Israel und ich sag mal so, viel drüber nachdenken werden sie. Da ist schon immer einer mehr wiedergekommen, als hingefahren ist. Wenn da, ich meine, wenn da. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, wenn das in Israel ein Hit wird, dann sind wir halt in Israel ein Hit. Muss halt so einen Horror-Kettenbrief formulieren und den musst du, ganz ehrlich, wie wäre es, wenn wir einen Lasse-Rede-Kettenbrief starten und den halt irgendwie an Leute kriegen, die das wirklich glauben? So, gibt's ja. Gibt genug dumme Siebtklässler, die das weiterschicken. Geil. Ich bin gerade dabei. Ja, aber wir müssen es. Jonas, dein Bruder, wie alt ist dein Bruder? 15? 16? 16. Ja, das ist zu alt. Hast du Freunde in der siebten Klasse, Jonas? Nee, ich glaube nicht. Alter, nicht genug Demografie-Datenanzeige. Moment. Was machst du denn eigentlich? Was ich mache? Ich gucke nach, wie sich das Alter verteilt bei uns. 18 bis 24, bisher alle. Bisher 100% aller Zuschauer waren zwischen 18 und 24 Jahren, die sich unsere Videos angeschaut haben. Das kann mir nicht sein, meine Eltern. Ich wollte gerade sagen, meine Mutter hat sich's angeschaut. Echt? Vielleicht sind die mir nicht angehört, ja, ganz Bruder kurz. Oder sowas, weiß ich. Ja, das kann sein. Ja, garantiert nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wieso das nur bei, wenn man unbegrenzt eingibt, 100% ansieht. Ja, wahrscheinlich, weil in den letzten 10 Tagen keiner unsere Videos geschaut hat. Das kann natürlich sein. Das wäre natürlich keiner mit angemeldetem Konto. Oder habt ihr die mal geschaut in den letzten 10 Tagen? Übrigens, mein Marketingbegriff der Woche, das Serum. Oh nein. Nein, wieder nein. Wieso? Ein Serum ist, ja. Ja, ich verstehe die Kategorie immer noch nicht. Niemand versteht die Kategorie, außer mir, glaube ich. Niemand versteht die Kategorie. Ich irgendwie... Serum, das steht vielleicht auch auf der Packung drauf, aber das ist doch auch... Ja, aber ich sag mal, wenn jetzt bei der... Das ist ein Serum. Garnier Gliss Fructis Wunderspülung draufsteht mit... Mit Arganöl. Ja, Arganöl gibt's. Das glaube ich schon, dass es Arganöl gibt. Aber sag mal zum Beispiel das... Mit Re-Age Vitalizing Serum. So. Ja, ja. Ja, du hast schon recht. Mit es ist eine Creme. Serum ist ein Begriff, der dazu sorgt, dass es irgendwie ein bisschen bedeutender klingt. Also hast du vollkommen recht. Mit Pensern. Doch, ich verstehe schon die Kategorie. Nicht Creme, sondern eher nicht Tinktur. Doch, mittlerweile beginne ich die Kategorie zu verstehen. Unabhängig davon, dass Serum auch in vielleicht in der Chemie für Dinge gebraucht wird, ist es da nur dazu da, um... Richtig. Gott, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hat jemand endlich mal die Kategorie verstanden. Und jetzt verstehst du auch die Begriffe Essenz. Und ja, was war's doch, noch? Ja, vollkommen, ja. Was war's noch, was ich aufgeschrieben hatte im Moment? Essenz und Elixier. Also ja. Elixier, ja mal, hallo. Elixier. Was ist denn bitte ein Elixier? Ja. Ein Elixier. Extrakt, okay, lasse ich mich... In tausend Prozent Elixier ist noch. Auf Extrakt lasse ich mich, bei Extrakt lasse ich mich auf Diskussionen ein, aber Elixier und Essenz und Serum. Ich dachte, wir kriegen nur einen Begriff pro Woche. Ja, dann waren die ja schon von den letzten Wochen. Klar. Klar. Hast du ja immer gehört, ne? Sind wir schon bei 40 Minuten.
Mein Gott, wie die Zeit rennt. Wir können gerade mal zurückkommen zu unserem Formel-1-Thema. Ja, das Thema Formel-1-Rennen in Deutschland. Also du hast hier live angeguckt, Philipp. Ja, klar. Im Fernsehen. Vollkommen, ja. 2 Stunden, ja. Ich war leider im Urlaub. Junge, das war das geilste Rennen aller Zeiten. Ich habe leider nur Live-Ticket gehabt und diese und ich habe dir geschrieben, haha, Hülkenberg ist Zweiter. Ja, ich habe das ja gesehen. Ich hatte ja diese App von der Formel 1, wo du sehen kannst, wo die sich befinden, Fotos. Die Autos. Geil. Und das Lustige war dann hast du einfach gesehen, Hamilton war auf einmal weg. Ich habe mir gedacht, wo ist Hamilton? Ist Hamilton ausgeschieden? Nein, Hamilton ist als markiert Pit, weil du siehst auf der Karte dann die Leute nicht mehr. Markt Pit. Wurde. Ja. Aber das Rennen war so geil, Junge. Es ging so drunter und drüber. So heftiges Rennen. Wie kann denn ein Toro Rosso aufs Podium? Vor allem, wenn du dir anguckst, es gab vier Boxenstops und da habe ich zum Beispiel gelesen. Viertel von 20 auf 2. Da habe ich zum Beispiel gelesen, wie die Formel 1 einfach spannender wird, wenn du einfach einem Team zum Beispiel sagst, ihr dürft jetzt im Training und im Qualifying dürft ihr nur einen Reifen benutzen, zum Beispiel nur den härtesten Reifen. Und dann im Rennen könnt ihr gerne irgendwie einen anderen Reifen benutzen, sodass die Teams einfach vorher nicht wissen, wie verhält sich jetzt dieser Reifen an diesem Wochenende. Und da haben die auch geschrieben gehabt für dieses Wochenende, plötzlich war nicht mehr eine Strategie, die von 200 Ingenieuren ausgerechnet wurde, für das Rennen entscheidend. Genau. Plötzlich war es halt nur noch ein Teamstratege, der da saß, der sich innerhalb von Sekunden eine neue Strategie überlegen musste, weil es plötzlich doch geregnet hat. Ja, war riesig. Also wirklich, das Rennen war richtig geil. Wie oft, jeder war mindestens dreimal in der Box, wenn er nicht schon vorher ausgeschieden war. Es gab sogar Leute, die haben 5 Boxenstops gemacht, so trotzdem Leclerc rausflogen ist. Also es war schon echt ein krasses Rennen. Also wirklich, wie viele an dieser einen, mit dieser Dragster Stelle da rausgeflogen sind, ist aber auch natürlich unverantwortlich und ist auch ein Riesenproblem für den deutschen Formel 1 Betrieb, weil natürlich hat die FIA keinen Bock darauf, es ist ja total gefährlich gewesen. Hast du gesehen, wie die gerutscht sind? Eigentlich soll so ein Streifen abbremsen und nicht schneller machen. Das ist mega unverantwortlich. Wie kann man so bescheuert sein? Wirklich. Wie bescheuert sind die Leute, die den Hockenheimring für dieses Rennen vorbereitet haben? Wie saudämlich. Wirklich. Ich habe gelesen. So bescheuert. Ich habe gelesen, auf dieser Dragster-Strecke sollte eigentlich eine große Werbung stehen. Mhm. Aber dann hat man irgendwie aufgrund von, was weiß ich, weil es schon angekündigt hatte, sich mit Regen, hat man gesagt, wir lassen den Helikopter nicht so viel steigen. Das heißt, man konnte diese Werbung nicht sehen. Aber man hatte schon den Untergrund mit schwarzer Farbe grundiert. Mhm. Und durch die schwarze Farbe wurde alles noch rutschiger, als es schon war, bei dem Regen. Weil da ist ja keine lang gefahren, da wurde ja das Wasser nicht beiseite gedrückt irgendwie. Ja. Yeah. Deshalb war es dann noch rutschiger. Und die sind da trotzdem. Aber die haben auch vorher auf der Strecke, haben die ja verbremst, sind dann ausgerutscht da. Ja, gut, aber das trotzdem brauchst du einen Streifen, der abbremst, wenn du von der Strecke abkommst. Vor allem, wenn es regnet. Also. Ja, gut. Das ist halt wieder so das Problem, wenn du irgendwie hast. Alle Fahrer sagen, wir brauchen mehr Kies, aber auch nur. Weil jeder Fahrer denkt, ich bin der Beste und ich werde niemals abfliegen. Ich spreche mal Machtwort für weniger Kies, ganz ehrlich. Ja, ich bin jetzt auch wieder rum, ganz für weniger Kies, aber was ich eben beeindruckend fand, ist, wie Kwiat aus zum Podium gefahren ist. Ja. Ganz bestimmt. Und kann man da überhaupt fahren? Wenn zu deiner Information, man kann sogar direkt unter dem Podium theoretisch parken. Weil da ist Fläche. Nee. Ich war Entschuldigung. Und ja, ich finde ein Rennen mal krass, wo Hamilton, vor allem Hamilton ist wieder nur in die Punkte gekommen, weil die FIA sich irgendwie mal irgendwo aus den Fingern gezogen hat, dass Alfa Romeo da eine Strafe bekommt. Hamilton hätte mindestens eine 20-Sekunden-Strafe bekommen müssen. Der hat 3 schwere Vergehen gehabt in diesem Rennen. Und der hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Die beiden Alfa Romeos fliegen aus den Punkten, weil sie was genau gemacht haben. Ich fand das wieder unfassbar. Ich habe das Gefühl, dass die FIA wirklich alles tut, damit dieser Spacko Weltmeister wird. Schon in Kanada mit Vettel, das fand ich krass. Ich möchte mir mal eine Frage stellen. Ja. So, Stichwort Greta Thunberg. Ja. Nee, das mache ich nicht. Stichwort Klimawandel. Ich sag mal, also,
wie essentiell für das Fortbestehen der Menschheit, also wie wichtig, so wenn du eine Top-Liste der 10 wichtigen Dinge aufstellen musst fürs Fortbestehen der Menschheit, welchen Platz ist Motorsport so ungefähr? Um weiter existieren zu können einfach. Also ich habe mal gehört... Klar, du hast frische Atemluft, du hast sowas wie Energie, Nahrung, Trinken. Und wo in dem Ranking würdest du Motorsport einordnen? Wenn die Alternative ist halt Klimawandel. Aber gut, ich meine, wir wissen ja, auf Motorsport kann nicht verzichtet werden, aber wie sehr kann nicht auf ihn verzichtet werden? Auf Motorsport wird nicht verzichtet, solange... ich sehe ehrlich gesagt den Grund nicht, auf Motorsport zu verzichten, weil es einfach geil ist. Ja, also pass auf, die Formel 1 hat mal eine Studie in Auftrag gegeben, wie viel Tonnen CO2 werden in einem Jahr für die Formel 1. Ja, vor allem wenn die Formel 1 Studie in Auftrag gibt, dann weißt du schon. Es war keine Tonne. Es waren 800 Tonnen. Ja, aber es ist nicht so viel. Ja, also, wenn die Studie halt von der Formel 1 kommt. Jetzt ist auch gar nicht so dafür wieder. Inlandsflüge, die deutsche Abgeordnete zwischen Bonn und Berlin machen, weil sich immer noch einige Bundesministerien in Bonn befinden, 2000 Tonnen. Das hat zwar nicht die FIA festgelegt, sondern die Bundesregierung, aber wenn du beide Zahlen miteinander vergleichst... Eben, ich finde auch, dass es das Dinger gibt, kann mir bei keinem erzählen, dass es nur 800 Tonnen sind. Wo man ansetzen muss, bevor man an der Formel 1 ansetzt. Ja, weil gut, die Formel 1 ist einfach geil. Drin. Ich meine, es müssen die ganzen Autos hier auch um die Welt transportiert werden und so. Es müssen auch die Autos gebaut werden, da sind sicher Materialien verbaut, die nicht so einfach zu bekommen sind. Diese Autos sind... mehrere Millionen Euro wert. Ach, viel mehr. Ja, aber gut, die Frage ist halt auch, ist halt immer dieses, ja, weil die das dürfen, dürfen wir es auch Prinzip. Ja, das führt halt zu genau. Ich finde, das ist das Jabba-Dabba-Du-Prinzip. Das ist Jabba-Dabba-Du-Prinzip. Wofür steht? Jabba-Dabba-Du-Prinzip. Jetzt gehen wir uns mal Buchstabe durch. Wofür steht das J? Warte. Okay, es gibt kein Jabba-Dabba-Du-Prinzip, aber dennoch bin ich der, also ich bin bereit zu sagen, abschaffen, wenn wirklich was unternommen wird, wenn ich wirklich merke, dass es einen Fortschritt gibt, aber wenn ich sage, wir schaffen jetzt die Formel 1 ab und dann geht alles so weiter, wie es ist, dann halte ich das für keine gute Idee, vor allem, weil ich die Formel 1 geil finde. Ja, einer muss ja mal anfangen. Ja, aber nicht die Formel 1, bitte. Also bitte, es müssen Gesetze, also die Politik muss anfangen, nicht die Formel 1. Die Politik könnte die Formel 1... könnte sie natürlich nicht verbieten, das ist vollkommen utopisch. Ich habe geguckt, der CO2-Ausstoß eines Formel-1-Autos 1,5 Kilogramm pro Kilometer. Bei einem normalen Straßenauto sind es 160 bis 170 Gramm. Also ein Formel-1-Auto hat die 10-fache Ausstoß an CO2. Ja, das war ja klar. Und wenn man, ja, das ist 10-fache eines normalen Autos. Wenn man jetzt so die Kilometer an, ja, wenn man jetzt so die Kilometeranzahl pro Jahr nimmt, kommen die Formel 1 auf 0,00035% des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das ist schon ganz schön viel. Was, ja. Also, natürlich ist das was. Also ich habe hier eine andere Zahl, im Jahr 215.588 Tonnen statt 800. 200.000 Tonnen. 215.000 Tonnen Kohlendioxid. Bist du wieder auf Tichys Einblick? Und, nee, Spaß, bist du wieder auf... Klimalügendetektiv, aha. Ja, das ist... Der Klimalügendetektor. Also sagen wir, das ist auf jeden Fall was anderes als 800. Das kannst du mir nicht erzählen, Jonas, wenn du selber sagst, dass... Sagen wir mal, es ist zwischendrin. Die Formel 1 wird grün. Ja, und vor allem, da wird auch aufgelistet, dass schon seit 2006 jedes Jahr getitelt wird, die Formel 1 wird grün. Ja gut, wir müssen mal festlegen, die Formel 1 wird irgendwann durch die Formel E natürlich ersetzt werden, weil es wird... Genau, dann geht doch mal, fördert doch mal das, geht doch mal was zur Formel hier, E. Was aber... Formel E gibt's... Wir sehen hier, was etwa den Emissionen einer deutschen Kleinstadt entspricht. Warum schaffen wir nicht einfach eine deutsche Kleinstadt? Ey! Es ist Grüningen, machen wir uns nichts vor. Es wird wohl Grüningen oder Dorfgöl. Das sind ganz heiße Renner. Die Formel 1 vermittelt ein Autoverständnis, Dekoration mit halbnackten Frauen erotisch auflädt. Also da wissen wir ja, wo ihr beiden zu verorten seid. Die Formel 1 ist einfach nur geil. Also ich liebe die Formel 1, ich liebe diese Autos. Junge. Also wenn auch der Sound immer noch, auch früher natürlich noch geiler. Wenn du drüber nachdenkst, die Formel 1 hat ja mit der Hybrid-Ära und mit dem Kers-Technik, also was ja zur Hybrid-Ära dazugehört, die haben ja in der Hybrid-Ära geschafft, mehr Leistung durch weniger Ausstoß. Ja, außerdem haben die auch mittlerweile das, dass du nicht mehr so viel Sprit verbrauchen darfst, also dass du ja, aber guck mal, eine bestimmte Masse verbrauchen darfst. Zum Beispiel BMW ist komplett ausgestiegen aus Umweltschutzgründen.
Das ja, kann mir keiner erzählen. Die haben das aus dem gleichen Grund gemacht, wieso Mercedes bald aussteigen wird. Weil 300 Millionen Euro Investment im Jahr sich kann so eine Marketingabteilung schlecht rechtfertigen irgendwann, weil die sagen, ja, die 350 Millionen, die sind für Marketingzwecke. Und denkst dir, ja, 350 Millionen. Ja, das Problem ist außerdem, dass, wobei, nee, ich glaube nicht, dass gerade die Formel 1 kriegt wieder einen neuen Wind. Also die war so ein bisschen, hatte auch an Zuschauern verloren, aber das kommt alles wieder zurück. Die Formel 1 hat wieder einen richtigen Hype. Berühmter Satz von Bernie Ecclestone: Wieso soll ich Videos auf YouTube machen? Kleine Kinder kaufen keine Pay-TV-Abos. Das war 10 Millionen Macho-Männer eifern den dann Weltnahtag für Tag nach. Also das Einzige, was Bernie Ecclestone gut gemacht hat, Bernie Ecclestone hat höchstpersönlich mit jeder einzelnen Rennstrecke selber verhandelt, mit jedem Fernsender selber verhandelt. Und mit dem würde der Hockenheim Ring in den nächsten 10 Jahre nicht, aber mindestens in den nächsten 5 Jahren noch Rennen austragen, weil Bernie Ecclestone einfach sagt, komm, euch lasse ich einen Kalender aus Traditionsgründen und dafür zocke ich halt den Ungarn und den Russen die 50 bis 40 Millionen pro Jahr ab. Ja, also, das ist aber genau. Nett. das ist ein sympathischer Mann. Schade. Abu Dhabi, die sollen angeblich so ein um die 60 bis 70 Millionen pro Jahr bezahlen. Wer ist eigentlich gerade Chef, also nachdem Boateng gestorben ist? Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Der war ja nur irgendwie Renndirektor. Charlie Whiting? Ja. Aber was findest du denn jetzt so Zukunftssachen? Was sollte... Also bei dem deutschen Rennen hat man ja schon gesehen, wenn einfach unvorhergesehene Dinge passieren, es kommt plötzlich auf den einzelnen Menschen am Schraubenschlüssel an, den einzelnen Menschen, der sich eine Strategie überlegen muss und nicht mehr auf die Masse an Ingenieuren, die vorher auf die Millisekunde genau sich eine Strategie ausdenken. Mehr Einheitsteile machen, oder findest du Einheitsteile sind Kacke? Ich sag nicht, Einheitsteile sind Kacke, aber es ist deutlich spannender. Sag mal, ohne sie. Stellt euch mal vor, man hätte einen Graph, wie lustig dieser Podcast war. Meinst du, was für ein Graph? Analysier doch jetzt mal, wie im Abi die Entwicklung in den letzten 20 Minuten. Also, da muss man nicht vergessen, braucht man, ich habe zwischendurch auch mal wieder was gesagt, so, das war dann auch vielleicht ganz nett für die Zuschauer. Jonas, es geht jetzt um Fußball. Nein. Fußball. Nein, stopp. Er hat was. Ich möchte was vorschlagen. Ich hatte nämlich eine Idee. Wenn ich und Philipp miteinander jetzt im Podcast reden, dann nehmen wir uns 90 Sekunden und in den 90 Sekunden dürfen wir über Fußball reden. Deshalb, ich habe eine bessere Idee. Das Spiel dauert doch auch 90 Minuten. Lasst mich doch mal ausreden. Genau, Philipp. Lasst mich doch mal ausreden. Ich habe nämlich das, was ich mir immer schon mal, was ich gar nicht schlecht finde, wenn ich auch mal nicht in jedem Podcast zu Gast bin, ich mache das sehr gern so, aber ich fände es auch eine interessante Kombination, wenn ihr beide einfach mal zusammen oder ihr beide und Max einen Sport-Podcast. Ja, zum Beispiel so. Aber dann ist ja der Rahmen klar, weißt du? Ich glaube, so wenn die Leute lesen, Paul ist dabei im Podcast, dann denken sie, wow, der Roffel-Express fährt. Weißt du? Der Roffel-Express. Aber macht doch mal einfach, ihr könnt ja sehr gerne drüber reden, aber dann macht doch da mal eine eigene Folge einfach mal wieder drüber. Ihr hattet ja auch mal ein eigenes Format. Philipp und Fonas famoses Formel-1-Format. Nämlich. Hey, Fridays for Future. Den Titel haben wir leider verloren an Fridays for Future. Stimmt. Die Pisse. Ja, macht doch mal eine eigene Folge mal wieder, Jungs. Das können wir halt wirklich machen. Aber dann müssten wir das wahrscheinlich machen, bevor ich gehe, weil sonst ist man das ganz allein. Wenn der mit mir... Ja, hallo. Gut, dann will ich Skype mir. Hallo. Ja, es funktioniert aber deutlich besser mit dem Skype natürlich, wenn man kein Video dabei hat. So, ich hab's Gefühl. Ich hab's herausgefunden. Ich hab's Gefühl. Der Mann heißt Eric Boulier. Achso, ich muss aber nochmal ganz kurz unsere wöchentliche Kategorie abfeuern. Oh Mann. Haltet ihr nochmal kurz, guck mal, jetzt könnt ihr nochmal wirklich füllen. Ich hab's Gefühl. Ihr müsst jetzt nochmal. Ich hab's Gefühl, Leute, es ist wieder Lasse reden, Anruf. Oh ja, stimmt, wir können mal jemanden anrufen gleich. Schmacks Efe. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, ich habe jetzt mein Sportbild und mein Sky-Abo gekündigt. Nee, aber dann fällt unsere wöchentliche Kategorie flach. Nein, nicht die Sportbild, warum?
weil die Sportbild meinte, wir müssen groß titeln, Jutter hat eine falsche Identität. Ja, du hast vollkommen recht, ich hätte die Sportbild jetzt auch abbestellt. Bla, bla. Jetzt hätte ich die Sportbild auch abbestellt. Achso, das habe ich so ein bisschen recht. Am Rande mitgekriegt bei Rockbeans. Einfach nur, hat das gestimmt mit der falschen Identität? Das ist, steht überhaupt nicht fest und das ist wieder mal eine Hexenjagd vom Springer Verlag. Also man darf nicht ganz vergessen, der Spiegel hat auch irgendwie interne Dokumente vom HSV, dass sie schon länger irgendwie diesen Verdacht haben. Ja, die haben einen Verdacht, aber eigentlich wurde der 2016 geklärt. Deswegen haben sie ihn überhaupt aufgenommen. Das war damals schon ein Thema. Aber das war so, die meinten dann irgendwie sowas mit, ja, er müsste irgendwie, was müsste er? Er müsste irgendwie Asyl beantragen. Jutta muss kein Asyl beantragen. Grund A, er ist ein Arbeitnehmer und ist hier nicht in Deutschland als Status Flüchtling, sondern als Arbeitnehmer. Er arbeitet für die HSV Fußball AG. Ja, der HSV hat auch relativ gut reagiert. Also ich finde, der HSV hat sehr gut reagiert, indem er einfach gesagt hat, wir stehen hinter Jatta und ihn direkt wieder in die Startelf gestellt hat. Und ich vermute mal, dass der Rucksack zu durch ist, der Rucksack. Gegen wen hat der HSV vorher nochmal gespielt? Gegen wen hat der HSV vorher nochmal Nürnberg, gespielt? Dass Nürnberg Einspruch eingelegt hat. So peinlich. Aber so peinlich. Ist wirklich, vor allem Darmstadt hat dann direkt, nachdem Nürnberg das gesagt hat, gesagt, dass sie das nicht nachvollziehen können und dass sie das niemals machen würden. Und das, man muss sich einfach mal vorstellen, Nürnberg verliert 4:0, spielt furchtbaren Fußball. Ja, aber das war nicht ganz klar mit der Identität. Da kann man schon mal Einspruch ein. Das war so peinlich. Ich mag Nürnberg eigentlich, aber ich habe noch nie was Peinlicheres gehört. Jetzt muss ich aber kurz mal fragen, also Paul weiß da mehr als ich, das heißt, das Thema müsste mir bitte mal erklärt werden. Wieso hat Nürnberg jetzt Einspruch? Nürnberg hat Einspruch erlegt, weil eben nicht klar ist, die Identität von Jakarta nicht klar ist. Wegen den Vorwürfen hat Nürnberg Einspruch gegen den Spielausgang eingelegt und Nürnberg hat 4:0 verloren und zwar so verdient. So hoch verdient. Und dann hat Darmstadt, das vorher 1-1 gegen Hamburg gespielt hat, also am ersten Spieltag sofort gesagt, dass sie auf gar keinen Fall jetzt Einspruch erheben, weil das einfach nur bescheuert ist. Nürnberg möchte 3 Punkte gut geschrieben haben. Das ist durch, echt so durch. Wie kann man so bescheuert sein am zweiten Spieltag? Ja. Soll ich kurz mal runterdrehen ein bisschen? Also wir kommen jetzt auch wieder zu unserer Oh nein, die Anzeigen. Kategorie der Woche, wo ich sag mal, ich den kleinen Amor spiele, wo ich ein paar einsame Herzen aneinander binde, aneinander kicke, könnte man fast sagen. Und man muss fast sagen, Kerstin, die letzte Woche noch inseriert hatte und explizit, die hat wochenlang inseriert und hat immer die gleiche Anzeige drin gehabt, aber letzte Woche hatte sie die gleiche Anzeige drin mit der Ergänzung, keine Inhaftierten in Klammern. Aber ich glaube... Keine Inhaftierten. Ja, so wie ich das jetzt sehe. Wahrscheinlich hat dann ein Inhaftierter mal nachgefragt. Geh noch Inhaftierte. Geil. Das ist Comedy. Aber wie ich das sehe, ist Kerstin diese Woche nicht dabei. Und das kann ich sagen. Glückwunsch, Kerstin. Ich wollte gerade sagen. Sieht aus, als hättest du deinen Brieffreund gefunden. Keine Inhaftierten. Geil. Willst du vielleicht mal eine erotische Anzeige vorlesen? Ich würde hier 38-jährige Fan von SPVG Unterhaching vorlesen vielleicht. Okay, ich lese die jetzt einfach mal vor. Ja, aber ein bisschen näher ans Mikro. So ein bisschen mit... 38er. Bisschen ins Mikro. Bisschen mit Bass. Bisschen verführe. Mach das mal runter, dass man dich in den Kondensator sprechen hört. 38-jähriger Fan. Du klingst, als wärst du gerade missbraucht worden. Der Spielvereinigung Unterhaching sucht Gleichgesinnte, die gerne Brieffreundschaft schreiben wollen. Vielleicht kann ich mal... Ja. Ob du männlich oder weiblich bist, spielt bei mir keine Rolle. Auch Fans anderer Mannschaften, ob erste Bundesliga oder Kreisliga, dürfen alle schreiben, da ich für friedliches Miteinander bin. Markus Grill, Birkach, 36... 85664 Hohenlinden. Ich frage mich halt, ob Markus Grill auch irgendeinen Kollegen, irgendeine Freunde hat, die das vielleicht sehen können. Wahrscheinlich nicht, gell? Nee, tatsächlich sieht sie auch sonst keiner außer uns. Gut. Hallo. Was haben wir denn da mal? Was für die Herren? Für die Herren. Für die Herren der Schöpfung. Ich W. 31 in Klammern. Suche Kontakt zu treuen und verrückten Fans von Borussia Mönchengladbach. Freue mich auf eure Zuschriften. Vanessa Todd, Oelkerstraße 8, 33609 Bielefeld. Lesen dir den Namen mit Adresse. Also die veröffentlichen sich auch selber, sind sie selbst schon, wenn sie das veröffentlichen. Ja, das Ding ist, ist wieder der mit den Fußballnadeln dabei. Also was natürlich immer noch dabei ist, wie jede Woche haben wir unseren Trainer, unseren B- und C- und D-Jugendtrainer, der noch einen Verein sucht. Bitte auch da an die übliche Mailadresse euch melden, falls ihr da was wisst. Wir haben immer noch unsere Fußballnadeln abzugeben, eine ganze Sammlung.
Wir suchen immer noch alles von Manuel Neuer, auch aus seiner Schalker-Zeit. Da war ich gerade. Ja, und noch? Hast du noch was? Hast du noch einen? Warte. Nee. Du musst auch was vorlesen, sonst ist es ein bisschen dünn hier. Ah, ich männlich hab echte Liebe im Herzen, in Anführungszeichen. Will mal zum Arzt gehen. Und suche dich mit derselben schwarz-gelben Blutgruppe zwecks Briefkontakt, Freundschaft und Stadion besuchen. Freue mich auf jeden Brief. Die Hummeln. Chris Kleser, Bahnhofstraße 17. Aber ich habe einen sehr guten Kandidat, der auch ein paar Wochen im Dortmunder Stadion verbracht. Da kennen wir doch jemanden bei den Hummeln. Aber was mir nicht ganz klar ist, Schwarz-Gelb kann ja auch mehr als ein Verein sein, oder? Aber er hat ja vorher gesagt, echte Liebe. Echte Liebe ist der Slogan von Borussia Dortmund. Der echte Liebe, der in Anführungszeichen gesetzt. Ah, okay. Das ist der Slogan von dem. Man könnte es auch falsch verstehen und denken, er hat irgendwie so einen Kack- und Pisse-Fetisch. Außerdem kommt er aus Losa. Paul, jetzt kommen die große Fußball-Experten-Frage. Weißt du, was das Kürzel BVB bedeutet? Ballsportvereinigung Borussia. Das ist richtig. Bamboozled again! Du musst nicht bamboozelt. Ich habe aussehen die Seite. Hatte Sportbild diese Woche eigentlich kein Cover? Können wir mal ganz kurz drauf eingehen? Das ist einfach ein. Achso, da ist das Cover. Eine Seite weiter. Aber was ist aber mit was? Das Problem ist, glaube ich, wenn du Sportbild kündigst, dann machen sie dann nochmal extra schmackhaft, dass du Film bei denen kaufen. Extra viel Werbung. Ja. Kriegst du mal eine Werbung extra. Ja. Umsonst. Eieiei. Der Jatta-Krimi. Ach Gott, nee. Nee. Meine Güte, du. Also, ich würde sagen, du schreibst jetzt erstmal hier die Freundin, die Kollegin an und sagst, du bist inhaftiert, aber dafür sehr charmant. Sehr charmant. Geht auch ein sehr charmanter Inhaftierter. Wollen wir nochmal jemanden anrufen? Jetzt ja, vielleicht zum Abschluss nochmal einen. Oh, ich hab dann nochmal, kennt ihr die Band Rikas? Oh nein. Jonas hat jemand ein Handy hier? Ich hab die auf Instagram, glaube ich, eine Nummer gepostet, wo man anrufen kann. Nee. Kennt jemand die Band Rikas? Vor allem der Typ, der von der Band da, der Schlagzeuger hat nicht gern, von der ist wahrscheinlich eine neue Nummer. Ja, sicher. Ich hab eine neue Nummer. Aber was man nochmal erzählen kann, die anderen haben nach der Saison nochmal bei mir angerufen. Wer denn? Vom Justus. Also, da warst du ja noch dabei, aber das hat man nicht mehr gehört auf dem Tape. Hat jemand gerade ein Telefon hier, dann würde ich meine Nummer diktieren. Nee, ich habe ja kein Telefon. Bin ja mit dem Tablet momentan. Was wollt ihr dann schon wieder? Du bräuchtest ein Telefon, bitte. Ich gebe euch kein Telefon nicht. Haben die doch? Nein. Doch, wir machen doch Flasse reden. Ach Junge, mich er gibt doch immer nur sein Telefon her. Ich muss doch nur eine Nummer diktieren, ansonsten ist das mega umständlich, immer zwischen den abzuwechseln und abzuschreiben. Ja, das gibt doch bitte kurz dein Handy. Also, haben nochmal die von der Redefabrik angerufen? Nee. Talking Fabric. Ja, aber wir müssen das ganz gut überlegen, was sagen wir denn zu der Band Rikas? Hier war Jonas Fuß dran. Was sagen wir denn zu der Band Rikas, ob sie Lust haben? Fickt euch! So, sag die Nummer. Ich will doch nur aufs Telefon und dann die Nummer eingeben. Philipp, ich will doch nur die Nummer eingeben. Philipp, nein. Ich will doch nur. Nein. Was hast du denn für ein Problem, ich Jonas? Ich weiß es nicht. Sag doch einfach die Nummer. Also, ruf da nicht an. Plus über mein Telefon vor allem nicht. Oh, dann machen wir es halt mit meinem, dann ist halt mega viel Arbeit. Ja, sag abzutippen. Einfach die Nummer, der Jonas ist es egal. Nee, sag ist Jonas, egal. Achso, Jonas ist egal, dann ist gut. Plus 49. Ja. 1523. Ja. 630. Ja. 5531. Ja. Okay, ruf mal an. Das ist nein. Die Band Rikas. Ah, Junge, das ist die Band Rikas. Okay, ich rufe jetzt an, aber auf Lautsprecher. Nein. Aber diktiere sie mir halt nochmal, dann kann ich anrufen. Wir rufen eh schon an. Achso, aber wer sagt denn was? Wir haben gar nicht bekommen, was du sagst. Ich jetzt hatten wir so einen Zeitdruck. Ich will das was. Tut mir leid, Jonas. Ich glaube, du hast was gekauft, Jonas. Tick-Tack, Fanny Pack. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat auf der Aufnahme. Es tut mir sehr leid, Jonas. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Warte, hau ab, Philipp. Kannst du mir die Nummer nochmal diktieren? Nein. Diktiere sie mir doch bitte einmal mal kurz. Jonas, warum hast du mir denn dein Handy überhaupt gegeben, wenn du da gar nicht anrufen wolltest?
Weil ich nicht wusste, dass du mir aus der Hand schlägst. Ich hab sie nicht aus der Hand geschlagen. Also, was glaubst du, passiert denn jetzt? Was ich auch wenn nie du bei der Band Rikas anrufen lässt. Was ich auch nie in meinem Leben verstehen werde, ist, wenn du... Brauchst du gar nicht weit blättern, ist direkt am Anfang. Das habe ich mir fast erste Story nach. Was wollt ihr denn jetzt damit? Er wollte mir mal die Jutta-Sache zeigen. Achso, ja, lass mich doch nochmal anrufen. Ich würde gerne, dass man es nochmal hört, was da kommt. Was ich nie verstehen werde in meinem Leben, ist, was man machen muss. Die Nummer ist nicht vergeben. Genau, was man nämlich machen muss, wenn der plus 49 steht. Und muss man dann. 0. 0 oder 0, 0? Nein, 0. Ich habe erst 0 gemacht und es hat nicht funktioniert. Ich habe gerade 0 gemacht und es kam ein Kickback. Moneyback. 0 ist das Richtige. Nee, wenn dann 0, 0. Nein, 0. Damit ihr nicht den gleichen Fehler macht wie diese zwei Inkompetenten, erkläre ich euch jetzt mal, wie ihr eine ausländische Ländervorwahl eingibt. Entweder ihr gebt 0, 0, dann die jeweilige Ländervorwahl, also für die USA die 1, für Russland die 7, für Deutschland die 49 und für Österreich die 36 ein. Befindet ihr euch hingegen in Deutschland, müsst ihr die deutsche Ländervorwahl überhaupt nicht vorwählen. Du gibst doch, wenn du eine Handynummer hast, nicht 001578 oder so. Du nutzt doch immer 0157. Aber eben, guck mal, ich rufe die gleiche Nummer an wie eben und jetzt sagt er, es ist nicht vergeben. Ja, ich habe da doch gerade angerufen. Vielleicht haben sie sich gesperrt nach der Anruf. Warte mal. Jonas, wenn du irgendeinen Cent an die Band Rikas bezahlen musst, dann zahle ich das. Dann rufst du mich an. Ja, ich und wenn du da, ja, aber ganz Reihe. Sicher wird da nichts passieren. Was soll denn da passieren? Ich beschwert sich meine Mutter, wieso Handyrechnung so hoch. Das ist eine. Jonas, das ist eine private Handynummer von jemandem. Von jemandem aus einer Band. Das ist nicht Indien. Nee, nein. Paddy Wack. Tick, tack, fanny pack. Was ist das denn für ein Scheiß? Everybody's looking for the fanny pack. Taxi, need a snack. Hurry, fanny pack. Red, white, blue, black. Who you gonna call, baby? The one with the fanny pack. Fanny pack party out today. Auf gleich. Nein, das ist vielleicht der Anrufbeantworter. Hallo? 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 Ja, das ist safe der Anrufbeantworter. Der hat nur nicht nach dem Piepton reden gesagt, sondern Piepback. Fannyback. Genau. Ruf doch mal zurück, wenn ihr Lust habt, im Podcast zu Gast zu sein. Tschüss. Willst du mal was sagen, Philipp? Das ist Deutschlands beliebtester Podcast. Tatsächlich, Jonas? Ruf hier lieber nicht an, nur Verrückte. Wir haben also auf gar keinen Fall jemals diese Band zu Gast. Nie im Leben. Gut, also die Rikas sind nächste Woche zu Gast. Ich habe das gerade klar gemacht. Übrigens, genauso bin ich auch an Kalter Kaffee rangekommen. Echt? Nein. Kann ich mal bei irgendwem anrufen? Gleich mal bei dir. Also wir sind mein Kontaktbuch schon durch, Jonas, vor zwei Folgen. Wir können jetzt. Können wir mal bitte auch klären, wieso Philipp sein Handy nicht funktioniert hat? Mein Stimmt, Handy das funktioniert, weiß schon, weil mein Bildschirm war gesprungen und ich habe es jetzt einschicken lassen, um meinen Bildschirm zu reparieren. Und ist jetzt schon wieder da, oder was? Und es ist nicht wieder da. Ich habe aber ein Tablet, auf dem ich meine SIM-Karte getan habe. Das heißt, ja. Ich bin gerade auf meinem Tablet unterwegs. Deswegen habe ich das aber nicht hier, deswegen kann ich eigentlich anrufen. Aber ich würde sagen, du rufst jetzt mal über dein Handy. Wir machen bei Anruf Udo. Doch. Nein, oh, doch. Ja, bei Anruf Udo. Wir sagen, ich rufe als Jonas irgendwen an. Hallo, hier. Doch, guck mal, Max hat das auch alles mitgemacht. Max hat auch über Anrufen. Sei doch mal ein bisschen gechillter. Bei Anruf Udo. Mein Kontaktbuch haben wir nur schon durch, das ist das Problem. Ja, da können wir ja Philipp annehmen. Ja, genau, deswegen rufen wir jetzt bei Anruf Udo, machen wir jetzt. Ja, wen wollt ihr anrufen? Das machen wir bei Anruf an. Udo, gucken das immer die Leute, die auch. Wir können Lukas Masson anrufen und. Dann der C-Verkehr. Philipp gibt sich als mich aus, als ich aus. Anneke. Beep. Wer ist das? Der ist in meiner Firma jetzt. Der ist Anneken. Der ist Anneken, ja, von dem haben wir schon gehört, dass es in Langönz jemanden gibt, der Anneken heißt mit Vornamen. Ich kenne aber auch jemanden, der Anneken heißt. Aber Anneken Luke. Du seinen Nachnamen ein bisschen wegpiepen. Ach, Quatsch. Bücher. Ist das Herr Bücher? Ja. Warte, oh, ich habe eine lustige Idee. Hallo, Herr Bücher. Ich habe eine lustige Idee. Du rufst den René an und tust so, als wärst du ich. Wow, das wird ganz, ganz schwierig, weil der René, wer kennt mich sofort? Ja, stimmt. Muss jemand sein, den eigentlich nicht kennt, ne? Deswegen habe ich dem René gesagt, ich kann heute nicht ins Fitnessstudio. Kira Börner mit Jonas Handy. Darüber du können sagst, wir auch mal reden, Jonas. Philipp. IAA, dieses Jahr werden ja ganz viele neue Elektroflitzer vorgestellt. Das lenkt nicht ab. Denk zum Beispiel ab. Der ID3 von VW, der EQC von Mercedes.
Lenk einfach nicht ab. Hallo, hier ist der Jonas. Und der neue Elektro-Porsche. Hallo, Porsche, ich habe den Taycan Jonas auch vorgestellt. Ruf doch mal vielleicht, bei Anruf Udo. Ja, warum hast du das Handy weggelegt? Ach so, ich... Mach doch mal einen. Das brauchst du da gar nicht. Ach, Junge. Ich wüsste ja nicht, bei wem ich anrufe. Du musst mir mal zeigen. Ja, ruf mal bei Lukas Masson an und sag, du wärst ich. Oh, fuck. Warte, ich muss ganz kurz... Du kannst noch nicht anrufen. Ich muss ganz kurz... Mach mal meine Stimme. Sag, mach mal meine Stimme. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin der schlechteste Imitierer. Hallo, Leute. Ich bin der zweitschlechteste Imitierer der Welt. Ich hab eine Erklärung. Ich kann das Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das machen soll. Mach doch mal. Üb doch mal meine Stimme jetzt. Üb doch mal meine Stimme. Nee, guck. Üb doch mal. Üb doch mal. Ihr könnt doch bei Sky anrufen. Oh, mein. Das kostet doch... Paul! Das kostet safe Geld. Meine Stimme. Nee, das, ich kann Sky überhaupt nicht meine Geld. Stimme verstellen. Ich kann genau einen anderen Ton, nämlich Hallo. Und er glaubt, der nimmt Jonas, okay, wir machen jetzt das Casting. Wer ist der bessere Paul im Tato? Okay. Ich mal an Jana. Wer ist der bessere Paul im Tato? Jetzt bist du dran. Ich sag euch mal einen Satz vor, okay. Dann müsst ihr beide nachsprechen. Und dann stimmt das Publikum ab, wer der bessere Paul ist. Und dann darf der mich in der nächsten Podcast-Folge ersetzen. Okay. Und ich gehe dann ja nach Israel. Okay. Ich nehme dann deinen Platz in Israel. Ich sag mal einen Satz. Ich lese mal einen beliebigen Satz aus der Sportbild vor. Ich blätter einmal. Oh nein, ich lese mal einen beliebigen Satz aus der Sportbild vor. Aus dem Katapultmagazin vor. Da blätter ich mal rein. Einfach. Warte mal. Naja. Besonders sexuelle Folter erreicht in den Bürgerkriegsjahren einen systematischen Charakter. Besonders sexuelle Folter erreichte in den Bürgerkriegsjahren irgendwas. Besonders funny, klingt nach mir, klingt lustig, aber was hat Philipp zu bieten? Besonders sexuelle, nee, warte mal, du musst den, warte, aber was hat Philipp zu bieten? Du, Paul, ich kann es nicht. Besonders sexuelle Folter, ja, ich kann vielleicht den hat Stil, den aber nie im Leben die Stimme. Jonas ist der Stimme mit Hartmann. Nein, du musst wenigstens einmal den Satz sagen, meine Stimme. Sag den bitte noch. Ich hab den vollkommen. Besonders sexuelle Folter erreicht in den Bürgerkriegsjahren systematischen Charakter. Besonders, so rede ich aber auch nicht normal. Besonders sexuelle Folter erreichte in den Bürgerkriegsjahren systematischen Charakter. Aber guck mal, mach doch vielleicht einmal, sprich so ein bisschen durch das T-Shirt. Hey, ich bin erkältet! Und sagt Paul ist erkältet und fragt den Lukas Masson, ob er Lust hat, zu Gast zu sein, wenn wir den nächsten Mal wieder was drehen. Ich bin erkältet! Okay? Servus, ich bin erkältet. Ja, das ist gut, so. Ja, okay. Geil, guck an. Aber wir müssen leise sein. Ich muss sowieso lachen. Ich kann sowas hier nicht, so habe ich es letztes Mal schon gemerkt. Besonders sexuelle Folter. Der geht eh nicht dran, der geht nie dran, wenn wir den anrufen. Ja, hallo. Hi. Er hat sich immer direkt auflegen. Ja, ich hab das letzte Mal auch drei Anläufe gebraucht. Ruf nochmal an. Ruf nochmal an und sag Entschuldigung, ich hab mich außerdem aufgelegt. Ich hab gesagt, hoi. Was, ich kann nicht mehr. Jonas, mach du. Mach durch T-Shirt und sag, du bist erkältet. Oder ich mach's. Mach durch T-Shirt, vielleicht sag ich auch plötzlich, ich bin's. Halt sein immer das. Sag, du bist erkältet. Ich tue aber deine Stimme nach. Mach so, ich sag, du bist erkältet. Ich hab eine geile Idee. Bitte geht's an, ich hab eine geile Idee. Wie kann er nicht wieder dran gehen? Der war eben dran. Der hat keinen Bock mehr, weil er gerade heult und dann gelacht hat. Und er ist Bandmitglied. Was? Es ist nicht aus die NATO. Ach so, stimmt. Der hat Besseres zu tun. Wie ist es? Ja, hallo, was ist denn? Hallo, Lukas. Ich wollte mal fragen, wann du das nächste Mal Zeit hast, dass wir wieder was für Lasse Reden aufnehmen. Ich wäre auf jeden Fall mal wieder gern dabei. Ja. Aber, also jetzt halt irgendwann am Anfang, weil jetzt ist noch nicht so viel in der Schule los. Okay. Keine Ahnung. Wir können ja nochmal in den nächsten Wochen schreiben oder so. Das klingt, als wäre ich... Jonas, du imitierst mich, als wäre ich depressiv.
Wir können ja nochmal den nächsten Morgen schreiben, oder? Oh Mann. Sorry, Lukas, das war der Jonas, der mich imitiert hat. Ich bin der richtige Paul. Der Paul wollte dich mal fragen und wollte, dass ich, mal deine Stimme imitiere. Das ist total ernst gemeint. Das ist komplett ernst gemeint. Ja. Hast du gemerkt, dass ich es nicht war, Lukas? Nee, war schon schwierig, also. Na gut, dann vielen Dank. Aber ich melde mich bei dir. Wir würden gerne wirklich mal wieder was zusammen machen. Ja. Auch mit Marc. Auch mit Marc mal wieder. Den können wir auch mal anrufen gleich. Den können wir auch mal anrufen. Okay. Scheiße. Mach's gut. Du warst gerade im Podcast zu Gast, wie immer, ne? Ja, sehr gut. Mach's gut. Ciao. Macht's gut. Fuck. Ja, wir können doch nochmal schreiben. Ja, ihr beide brecht gleich in Lachen aus. Ich kann das zum Glück verkneifen. Das wenn ja, ist dir das aber, hat er ihm das wirklich abgenommen am Anfang? Ich glaube schon. Ja. Hi. Hi. Warte mal, ich höre. Hi. Das klingt so nach dir. Hi. Hättest du Bock, was aufzunehmen? Du hast gerade Jonas gesagt, er wäre depressiv, wenn er dich imitiert hat. Man kann dich nur depressiv imitieren. Mach dir mal Gedanken, Alter. Hi. Hi. So was mit aufnehmen. Hallo Leute. Hallo Leute. Wo sind denn alle? Hallo Leute, hallo Leute. Das hört sich jetzt ganz sehr ähnlich. Wo sind denn alle? Ist keiner willkommen zu meinem Geburtstag. Klassischer Monolog von mir. Wenn ihr habt Servus. Gesagt, ich soll krank klingen, habe ich mir krank geklungen. Soll ich ein bisschen fröhlicher bringen? Hallo Marc, ich wollte mal fragen, ob wir uns vielleicht wieder treffen können. Privat. Ich fand das ehrlich gesagt jetzt mal wieder nicht schlecht. Wenn ich das mache, klingt es so. Hallo Marc, ich wollte mal fragen, ob wir uns mal wieder privat treffen wollen. Mal wieder vor allem. Zinker Smiley. Ja, aber wollen wir nicht das mal von Jonas... Guck mal, jetzt darf doch mal jemand den Jonas imitieren. Wir gucken jetzt, wer besser Jonas imitieren kann. Okay. Ich Jonas, muss, weißt ich du, mal einen Satz wisst vor. Ihr, ich bin da noch sehr, sehr schlecht drin. Ich werde noch mal in der Folge zu Gast sein, weil ich bin noch 3 Wochen hier. Und dann bis dann werde ich eure Power Stimmen können. Imitieren. Ich werde eure beiden Sprachnachrichten dann so viel hören und nachmachen. Bitte. Dann kannst du eigentlich allein eine Podcast-Folge aufnehmen. Stimmt mit euch. Wie creepy wäre das denn? Hallo, Paul. Hallo. Hallo, Philipp. Wir können mal einen Moment. Lies mal einen Satz vor und zufällig. Ja. Such nichts raus. Mit der sexuellen Folter war wirklich zufällig. Die Immunisierungsraten werden ohne flächendeckende Aufklärung weiter schwanken. Die Immunisierungsraten werden ohne flächendeckende Aufklärung weiter schwanken. Die Immunisierungsraten werden ohne flächendeckende Aufklärung weiter schwanken. Wen fandest du besser? Er hat so geklungen, wie ich mich selber als Stimme höre. Er hat so geklungen, wie ich mich immer auf Videos als Stimme höre. Ich nehme Philipp. Philipp ist cool. Da musst du anrufen. Viel Spaß. Philipp ist cool. Das ist die Rache so. Voll. Ich muss doch auch dein Handy okay. rausgeben, Jonas. Wen wollt ihr da? Hi. Hast du die Nummer von Marc? Immer doch. Ja, dann frag Philipp doch mal, ob wir was privat zusammen machen. Hi. Wollt. Ich werde meine Stimme aufs Nase. Ich werde wahrscheinlich so machen. Na toll. Bist bereit für... Hi, hier ist der Joe. Hi, hier ist der Joe. Hier ist der Joni. So ein bisschen, also hey, nichts gegen Jonas, aber Jonas knödelt schon manchmal so ein bisschen. Hey, der Jonas. Und betont manchmal, also zieht Wörter manchmal ein bisschen in die Länge. Hey, hier ist der Jonas. Wenn ihr wirklich, hey, wenn ihr wirklich Jonas. Wollt, dass der wirklich glaubt, dass ich bin, müsst ihr was von meinem Großcousin Jan Niklas erzählen, weil die beiden müsst ihr von meinem Großcousin Jan Niklas erzählen. Waren mal gut befreundet. Und deshalb, dann weißt du sofort, okay, Insider wissen. Ey, wir zwei und der Yannick. Mit der Niklas. Ja, ich weiß nicht, ob er Yannick heißt. Ja, ich nenne ihn immer Yannick. Ich nenne ihn immer Yannick. Ja. Ich nenne ihn immer Yannick. Ich glaube, ich werde einfach nur die ganze Zeit... Ja. Man weiß auch nicht mehr, wer jetzt ja. gesprochen hat. Als Hi. Zuhörer. Ja. Ja. Ich glaube, das werde ich einfach die ganze Zeit machen. Hi. Ja. Doch, ja, wir rufen an. Ja, ruf mal an. Weil das ist das Einzige, was ich von dir imitieren kann. Ja. Ja, ich werde einfach nur... Ja machen. Der fragt nach Aufnehmen. Wir wollen miteinander wieder aufnehmen. Jawohl, schönen guten Tag, Herr Groß. Hi. Hättest du Bock, mal wieder was aufzunehmen für Lasserin TV? Für Lasserin TV? Ja. Was bin ich hier?
Okay, hier spricht nicht der Jonas, hier spricht der Paul. Ich hab mich schon rausgehört. Nee, nicht der Paul, der Philipp. Okay, ich dachte, du kaufst wenigstens das. Ja, wir haben versucht, den Anrufstreich hier durchzuführen. Das hat aber wirklich nicht gut funktioniert. Aber wir haben wirklich mal wieder Bock, was Größeres mit Lasse Reden TV zu machen. Das große Lasse Reden Casting. Ich gebe dir mal Paul. Ja, das können wir demnächst mal alles in Ruhe besprechen. Das große Lasse Reden Casting steht aus. Wie lange hast du geglaubt, dass ich Jonas bin? Ja. Gar nicht. Ich habe direkt erkannt. Auch wo ja. Ich schon ja gesagt habe. Also das ja war schon nicht schlecht. War das schon direkt raus. Gut. So. Also gut, Marc, wir melden uns bei uns, bei dir. Du warst im Podcast zu Gast, ne? Nur zu deiner Erkenntnis. Alles klar. Gut, dann hau rein. Mach's gut. Hau rein. Ciao. Ich sag dir, ich kann's. Rein. Aber er hat es schon deutlich besser erkannt als so. Lukas Massan. Er hat deutlich mehr auf die Stimme gehört. Weil ich dachte, ich hätte eigentlich. Ja. Wir können es mal bei Max. Wir können einen Hamburg-Fan anrufen. Ich kenne einen Hamburg-Fan. Bagheri Jatta muss raus. Und dann musst du dem so sagen, ja, das mit dem Jatta. Nürnberg hat ja Einspruch eingelegt. Was hältst du denn davon? Ich wollte mal einen Hamburg-Fan fragen. Ich wollte mal einen Hamburg-Fan. Aber ist das realistisch, dass du als Jonas den anrufst und fragst, was mein Hamburg-Fan dazu sagt? Wie wird das? Ich glaube, du rufst ihn an. Ich hab ein bisschen Angst davor, dass es auffliegt, aber ich habe tatsächlich in 3 Prank-Folgen habe ich noch nicht einen Prank-Anruf gemacht. Also, doch, das wird sein erster Anruf. Wollen wir mich den Max anrufen? Du darfst es dir aussuchen. Er oder Marilena? Darfst es dir aussuchen, ja. Die wollen wir bitte nicht anrufen. wie heißt denn der Typ? Rowdy. Nico. Ja, okay, dann rufen wir ihn an. Weiter, kenn ich den? Nee, sag den Namen ein bisschen. Beep. Kenne ich, glaube ich. Die Gehäuser kenne ich auf jeden Fall. Der kommt aus kenne ich. Ja, der kommt aus L. Okay, aber was soll ich denn... Will nicht zu viel sagen. Was soll ich denn fragen? Wie heißt der Typ, der aufgeflogen ist? Bakeriata. Sagen wir einfach, ja, wir haben uns ja in letzter Zeit in der Arbeit nicht viel gesehen. Ja, manchmal in letzter Zeit in der Arbeit. Ich versuche nicht deine. Das soll nicht beleidigend. Du würdest wahrscheinlich genauso machen, wenn ich so meine Stimme versuchen würdest. Lass uns mich versuchen. Du bist erkältet. Erkältet ist immer gut. Hat gesagt, er wäre ein Lasse-Reden-Fan, hat dann Gräbis und Klänke so. Hallo, bist du der Jonas? Ja, ich wurde auch schon so oft geprankt. Irgendjemand hat meine Nummer und ich rufe immer Leute an und prank mich, ob ich nicht der eine von Lasse Reden bin und ob ich nicht Lust hätte, jemanden kennenzulernen. Dann lege ich immer auf. Das ist schon mir so oft passiert. Ich hatte mal eine Phase, was richtig intensiv, da wurde ich richtig gemobbt damit. Hi! Ja, genau. Ja, ruf mal jetzt an. Wer hat dir meine Nummer rausgegeben? So, okay. So, sagte... Oh, ich bin ein bisschen erkältet. Ja, mach ich. Ich bin sehr erkältet. Ich war ja auch gestern nicht auf der Arbeit. Doch, das ist gut. Der Typ kennt euch überhaupt nicht. Ihr müsst da überhaupt nicht meine Stimme richtig nachmachen. Ihr könnt einfach... Also Paul kann, glaube ich, normal reden. Nee. Paul sollte nicht nochmal... Hallo, noch mal. Ist der Jonas mal wieder. Oh, Jonas. Paul, bitte Fenster. Oh, echt? Was denn? Ist es schon wieder soweit? Ja. Ist schon wieder Herbst. Ganz eindeutig, ja. Ist schon wieder Herbst. Haben wir schon wieder Dezember und Philipp hat wieder eine Allergie. Übrigens, ich hab mal auf Facebook hier mal überprüfen, wann Philipps Handy kaputt war, weil wir dann immer auf Facebook schreiben müssen. Normalerweise ist es jedes Jahr im Dezember kaputt. Bist ein bisschen früh dran dieses Jahr. Ja, weil ich normalerweise auch immer im Dezember ein neues krieg. Ah, ja. Dieses Mal wird zu Weihnachten. Weil es genau. Kaputt ist dann. Exactly, so. Who we gonna call? Nico! So, das wird unser Spruch bei der Kategorie. Na toll, hier, ruf an. Was auf Lautsprecher. Ja, das dauert nicht. Der Teilnehmer ist im Moment nicht erreichbar. Oh. Nächste Runde, sorry, so leicht kommst du uns nicht davon. Tja, das war's. So leicht kommst du uns nicht davon. Ja, wenn. Letzter Anruf. So leicht kommst du uns. Wie wär's mit Monika Firmung? Nein, die nicht. Wie wär's mit. Jungen mit den Jonas Hallo, Spaß, nein. Das bringt mich um. Ja. Mich Was ist mit Kalu Abutalala? Nein, lieber nicht. Was ist mit Jugendschutz? Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für eine Nummer ist. Was ist mit. Am besten auch nicht. Was ist mit. Sag doch mal, wer noch ginge. Galileo. Wie wär's denn an? Wir rufen unseren Freund Yannick an. Nee, keinen, den ich auch Pock und Pio kenne. Nee. Muss jemand sein aus der Arbeit oder so. Aus der Arbeit. Oder den Max Schäfer. Oder es ist Fionas Mutter, Spaß. Spaß, Nagel.
Oder. Beep! Wer ist das denn? Das ist doch das Gute, er soll ihn ja nicht kennen. Wer ist das denn? Das. Sag mal, der wird auch nicht so froh sein, wenn du ihn anrufst. Der wird. Du kennst ihn überhaupt nicht. Doch, natürlich kenne ich den. Kenn ich den? Was weißt du denn über den? Der trinkt Alkohol. Hat der einen Bauernhof, dein Philipp Pfeffer? Woher soll ich das denn wissen? Ich war nur mit dem Saufen. Kenn ich den? Nee, ne? Nico, warum hast du angerufen? Zwei Fragezeichen. Oh, lass mich mal zurückrufen. Jetzt ruf ihn jetzt direkt an. Ruf ihn direkt. Lass mich mal zurückrufen. Doch, Junge, jetzt ist es. Jetzt ihn, ist doch perfekt, Digga. Ich muss ihm nur antworten. Wegen Jatta. Ja. Nein, lass mich doch einfach direkt anrufen. Lass ihn direkt anrufen, Digga. Du musst überhaupt nicht antworten. Er hat nicht gesehen, dass du es gelesen hast. Ja, eben. Wir gucken jetzt, wo er ist. Da war ich, dass er wieder erreichbar ist. Jonas hat er direkt geschrieben hinterher. Da scheint war ich, so, dass er wieder erreichbar ist. Scheint nicht so glücklich zu sein. Gott, im Himmel. Ich darf euch nicht sehen. Ja. Hallo? Ich war ja, weiß nicht, hast du mitgekriegt, ich war die letzten Tage nicht auf die Arbeit, ne? Bin ein bisschen krank. Hallo? Du dumme Schuchtel. Hallo? Bist du noch dran? Du dumme Schwuchtel. Ich glaube, er hat uns abgekauft. Hast du aufgelegt? Nee. Jonas. Sag mal irgendwas um Nico. Hallo, Nico. Meine Freunde wollten nur jemanden anrufen und ihn verarschen. Hat ja nicht funktioniert, glaube ich. Da, ja, ich glaube, er hat schon geglaubt. Weißt du eigentlich was? Was denn? Hast du aufgelegt? Nein, eher. Also, weißt du eigentlich was? Okay. Naja, wie fandet ihr meine Impression? Ich muss da wirklich hart lachen am Anfang. Ja, du hättest aufgelegt am Anfang an meiner Stelle. Ja, hätte ich. Trotzdem habe ich immer noch mehr Prank-Anrufe. Das stimmt. Ja, ich will nochmal anrufen. Rana, ich hoffe nicht, irgendwie bedroht er mich nicht mit meinem Leben. Leg dich nicht mit Sohan an. Er meinte, wir sollen uns nicht mit Sohan anlegen. Mit Sohan? Wer ist denn Sohan? So ein Filmtyp. Okay. Hä, was hast du sonst so mit dem... Der schickt dir ein Sprachnachricht, nur du antwortest ihm nicht. Okay. Haben wir noch eine Nummer, die wir anrufen wollen, oder wollen wir Schluss machen für diese Woche? Ja, ich würde fast... Oder willst du noch eine anrufen? Ich hab Jonas schon... hat noch gar keinen... Nee, ja, wenn... Ja, stimmt. Ich hab Jonas über Pauls. Echt? Ach, stimmt. Jonas kann mal den Max anrufen. Obwohl, nee, Max kennt Jonas' Stimme zu gut, aber kennt auch meine zu gut und Philipps zu gut. Oder du rufst über Jonas' Handy. Bye. Abdullah an. Nee, bei dem auch nicht. Beim Herr Bücher. Nee, den wollen wir einladen. Echt? Ja, den wollen wir mal einladen zum Podcast. Okay. Cinderella. Nee, am besten auch nicht. Nee. Nee. Ich könnte jemanden richtig gut nachmachen, machen, der die Stimme hat. Hallo? Mich quasi. Ja? Mich. Philipp hier? Wollt ihr noch einen anrufen? Ja, du rufst noch mal noch einen an. Hast? Sag nochmal. Ich hab noch einen anderen aus der Arbeit. Ja, sag doch mal. Perfekt, Digga. Soll ich den anrufen? Ja. Willst du den wieder anrufen? Du hast gerade gesagt, du willst noch einen. Ich mach noch einen. Christoph Schäfer. Natürlich. Was soll ich mit dem labern? Ist der Deutschland-Fan? Ja. Ist nicht vergeben. Oh. Ach, stimmt, der hat seine Nummer geändert. Moment. The number you. Aber was ist der denn für ein Fan? Wovon? Schalke. Pfadfinder, der mag Pfadfinderei und so. Hast du schon einen Pfad gefunden? Hast du schon eine Fahrt gefunden? Ja, keine Fahrt gefunden. Wenn ich muss jetzt mal gucken, welche Nummer. Hier ist der Jonas. Ich muss kurz gucken, welche Nummer. Wahrscheinlich die andere Nummer, die jetzt nicht gerade da war. Ich habe noch nie mit dem telefoniert, also er kennt meine Anrufstimme. Ich habe noch nie mit dem. Er kennt meine Anrufstimme nicht. Wie findest du das gerade? War nicht schlecht. Hallo Jonas, was gibt's denn? Hi! Ich wollte mal fragen, du bist ja auch bei den Pfadfindern, ne? Ja. Was muss man denn da so machen, um da so mitmachen zu können? Also. Machen dafür. Wie? Also erstmal freitags kommen. Erstmal freitags kommen. Freitags kommen, okay. Wo? Ja. In der Stami. Wann? Freitags um 17:30 Uhr. Okay, bis dann. Jonas, du bist Pfadfinder.
Der hat bisher mit Abstand am besten geklappt. Okay, bis mit dann. Mit Abstand. Mit Abstand. Himmel, rette mich. Wenn ihr anruft, wird es einfach nur peinlich, als Fakt, wenn ich anrufe. Aber das war hier gerade die beste Nummer, er hat es durchgezogen. Wenn ich anrufe? Christoph scheint dich gar nicht zu kennen. Also. Ich habe auch wirklich ein bisschen übertrieben und so gemacht irgendwann, aber gut. Ja, am Ende kommt man nur noch, ja. Ja, Gott. Ja, gut, toll. Gut, dann nächste Woche erzählt Jonas Geschichten aus dem Pfadfinderlager. Ich muss mich auch schon fast machen. Er wurde unsittlich berührt, glaube ich. Gehst du hin, Jonas? Ganz ehrlich, mal was Neues. Die Chance. Ich treffe ihn morgen bei der Arbeit, der würde mich fragen, Jonas, was war denn das gestern? Was soll ich ihm da sagen? Ja, du. Du möchtest gerne zu den Pfadfindern kommen, bitte. Auf jeden Fall. So, machen wir Schluss für diese Woche. Tschüss. Es war wieder eine Prank-Folge, 1,5 Stunden. Jojojoj. Wer soll denn schneiden diese Woche, Jonas? Du oder ich? Ich schneide diesmal. Cool. Ups, was macht mein Handy? Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Woche. Philipp sagt wie immer zum letzten Mal tschüss. 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 Tschüss an meine treuen Fans. Achso, noch eine letzte Frage, Philipp. Transferpolitik FC Bayern, findest du gut oder sagst du, wir brauchen noch mehr Stars? Es kommen noch mehr Stars, Jonas. Das hat Uli wir reden am 2. September, mein Freund. Und wenn ich am 2. September Ivan Rakitic der größte Star immer noch ist, dann bin ich aber enttäuscht. Nicht, dass ihr bis zum 2. September gerade in Tel Aviv gelandet. Ja, wir rufen dann an. Ich call dann Philipp an, ich gucke dann erst. Wie gesagt, am 2. September wirst du verstehen, warum ich viel von der Transferpolitik des FC Bayern halte. Am 2. September, wer kommt dann? Coutinho kommt noch, Dybala kommt noch. Welche Größe sprechen wir? Wie viel Millionen wird bezahlt für den Star? 200 Millionen für zwei Stars. Und wo spielt der? Also Offensive, Flügel. Defensive? Flügel. Auf dem Flügel. Wenn er nicht kommt, was machen wir dann? Man sagt auch dann Klavier. Dann kommt im Winter Sané. Dann kommt auf jeden Fall Sané. Mhm. Es wird Coutinho geliehen und im Winter kommt Sané. Das ist ja allererste Sané. Ich würde sagen, wir machen Schluss für diese Woche. Bevor es sich hier verliert. Ich dachte Baratijatta, oder wie heißt der? Ja, Bakari. Bakari. Ich hab nicht mehr so ich die Lust. Sagen wir, es ist die Lust. Ich musste noch nicht los. So, machen wir Schluss für die Woche. Jonas, drück mal bitte auf Stopp. Das war's. Start, Stopp, Automatik. Tschüss. Tschüss. Leider ja keine Automatik. So, dann.